1923, die vergessene Revolution. Unter diesem Titel organisierten internationale sozialistische Organisationen, ISO und Lernen im Kampf, am 1. November eine Diskussion. Wilfried Dubois moderierte. Hier kommt die Aufzeichnung. Schön, dass das zustande gekommen ist. Es ist im Grunde gar nicht so richtig von den beiden Organisationen, beteiligten Gruppierungen, Lernen im Kampf und ISO, ausgegangen, sondern durch eher ein informelles Gespräch und dann von ein paar Leuten angeschoben worden und konkretisiert worden im Laufe dieses Austausches. Wir haben jetzt also hier reine Männerveranstaltung, ist uns etwas peinlich, aber das ist so. Alle Bemühungen, da eine Referentin oder eine Moderatorin zu kriegen, sind fehlgeschlagen. So, deswegen am Endeffekt musste ich jetzt die, habe ich mich bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen. Und wir haben hier drei Referenten, die gleich zu Wort kommen werden. Das ist der Sebastian Zehetmeier aus Bayern, der Rainer Tostorf aus Frankfurt und der Stefan Kimmerle als Internationalist, unser Mann in den USA, der von Seattle teilnimmt und das mit vorbereitet hat und in der Redaktion der Zeitschrift, sicher auch der Webseite Lernen im Kampf mitarbeitet. Und die beiden ersten sind professionelle Historiker. Und Stefan ist Aktivist und hat sich aber mit dem Thema auch intensiv beschäftigt. Mehr über sich selbst und ihre Publikationen zum Thema sollten sie dann gleich selber sagen. Zu Beginn ihrer Referate von den drei genannten bekommen wir in der Reihenfolge, wie ich das gerade gesagt habe, Referate, wo wir gesagt haben, die sollen 15 Minuten lang sein und das auch nicht überschreiten, damit ihr euch nicht totgeredet fühlt. Und danach fängt die Diskussion an. Wenn das nicht ausufernd wird, können die drei nach vier oder fünf Redebeiträgen dann da antworten und drauf eingehen. Und dann können wir, je nachdem, wie lange das Ganze dauert, zwei oder sogar drei Runden dieser Art machen. Wir haben gesagt, bis 21 Uhr, länger auf gar keinen Fall. So könnt ihr euch drauf einstellen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich jetzt am Anfang mitteilen sollte und wollte. Und ich würde sagen, jetzt, die Information noch so, die ein bisschen einführende Überblickssachen wird es hauptsächlich in dem ersten Beitrag geben. Das zu machen, euch zu geben, da hat der Sebastian sich bereit erklärt. Basti, du hast das Wort. Alles klar, dann danke erstmal für die Einladung. Ihr könnt mich alle hören, ja? Okay. Also kurz zu meiner Person und wie ich mich damit beschäftigt habe, mit den Personen nur zwei Sätze. Also ich bin selbst trotzkistisch sozialisierter Historiker, kann man so sagen. Ich bin aktiv in der Linken in Berlin, komme ursprünglich aus Bayern, aber lebe jetzt in Berlin und ich habe mich wissenschaftlich beschäftigt, unter anderem mit dem Jahr 1923, das wollte ich hier nochmal kurz anfangs vielleicht erwähnen, und zwar mit einer Untersuchung über die Regionalgeschichte der Arbeiterbewegung in der Ordnungszelle Bayern. Ich halte es mal kurz hier rein. Das ist das Buch. Oh, ist das, glaube ich, spiegelverkehrt. Im Hinterland der Gegenrevolution heißt das, ist letztes Jahr erschienen und es geht darin um die Frage, also den Zeitabschnitt zwischen Münchner Räterepublik im Frühjahr 1919 und dem Hitler-Ludendorff-Putsch im Herbst 1923 nochmal zu analysieren, was dort regional in der Arbeiterbewegung passiert ist. Also das kurz zum Hintergrund. Natürlich spielt das Jahr 1923 da eine ganz, ganz prominente Rolle. Genau, ich habe dieses Thema unter anderem deswegen damals gewählt, weil ich das sehr spannend fand, mir auch mal anzusehen, wie in Deutschland sich die Auseinandersetzung der Arbeiterbewegung mit dem organisierten Faschismus entwickelt hat. Da ist ja das Jahr 1923 ein ganz entscheidendes Jahr. Und wer daran interessiert ist, ich kann da gerne auch nachher nochmal Infos dazu rüberbringen. Also das ist, ich sag mal so, einiges los gewesen in Bayern, was man vielleicht normalerweise in der Geschichtsschreibung bisher noch nicht so betrachtet hat. Okay, jetzt aber zum Jahr 1923 allgemeiner.
Also wenn wir heute das Erinnern an das Jahr 1923 anschauen, jetzt ich sage mal im breiteren Sinne in der Linken, dann ist das ein Jahr, was ja im Wesentlichen als ein, wenn es überhaupt erinnert wird, als ein Jahr der tiefen Krise der Arbeiterbewegung erinnert wird. Ja? Also als das Jahr der Hyperinflation, als das Jahr katastrophaler Verelendung großer Bevölkerungsschichten in Deutschland. Ich hatte es schon genannt, als das Jahr, wo der Nationalsozialismus seinen Feldzug gegen die Arbeiterbewegung in Deutschland begonnen hat. Und als eigentlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr, weil also auch darüber hinaus die Ruhrbesetzung, der Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich eine Welle des Nationalismus in der Arbeiterbewegung bringt, das dominiert sehr stark den Blick. Ich denke, worüber ich gerne auch heute sprechen würde mit euch, ist die Frage, gab es denn jenseits von Elend und Schwierigkeiten noch etwas, was für das Jahr wichtig wäre. In der kommunistischen Tradition gab es ja in der Debatte über das Jahr 1923 gab es eine intensive Diskussion. Noch ein anderes Element, nämlich die Idee, dass das Jahr 1923 eigentlich auch eine verpasste Chance zur revolutionären Umgestaltung in Deutschland gewesen ist. Also eine revolutionäre Situation, die aber nicht zu einer Revolution geführt hat. Ne? Tatsächlich ist ja Oktober 1923 auch das Datum, wo in Deutschland seitens der Kommunistischen Partei und seitens der Kommunistischen Internationale der letzte große Aufstandsversuch geplant wird, dann nicht mehr durchgeführt wird. Und tatsächlich ist dieser Aufstandsversuch auch der überhaupt allerletzte Aufstandsversuch in Westeuropa, den es seitens der Kommunistischen Internationalen gibt. Also nach dem Jahr 1923 verlagert sich das sehr deutlich. Dann gibt es hinterher dann noch na, die Revolution in China und einiges andere, aber als wirklich geplanter Aufstandsversuch ist das der letzte. Ne? Und die Frage, wie man jetzt die Politik der Arbeiterorganisation im Jahr 1923 beurteilen mag, hängt meines Erachtens auch ganz stark davon ab, ob wir heute jetzt dieser Vorstellung von einer verpassten revolutionären Chance folgen wollen oder nicht. Also das kann man auch in alle Bereiche, wo die Arbeiterbewegung aktiv war, in diesem Jahr runterdeklinieren. Die Frage, wie man einschätzt, die Auseinandersetzung mit dem Faschismus zum Beispiel, hängt natürlich stark davon ab, ob man das jetzt als eine rein defensive Bewegung der Arbeiterbewegung betrachtet, den antifaschistischen Kampf, oder auch eine Bewegung, die zugleich auf einen späteren Aufstand hin orientiert. Dasselbe kann man sagen zu den betrieblichen Konflikten, die ja sehr intensiv sind in der Zeit der Inflation. Ja. So, wie beurteilt man das, wie die kommunistische, sozialdemokratische Partei umgegangen sind mit diesen Bewegungen? Das hängt auch davon ab, ob man da eine Perspektive jenseits der bloßen Teilauseinandersetzung sieht. Und ich habe das ja nur für meine eigenen Studien mal intensiver angeschaut, was in der linken Geschichtswissenschaft da so geschrieben wird über das Jahr 1923. Und das ist eigentlich im Moment so, dass das in den letzten Jahren vor allem angezweifelt worden ist, dass diese Möglichkeit von einer Revolution in Deutschland bestanden habe. Das, was vorherrscht in großen Teilen der, ich sage mal, eher linken Geschichtswissenschaft in Deutschland ist die Vorstellung, dass diese Revolution im Oktober 1923, von der die Kommunistische Partei gesprochen hat, im Wesentlichen ein voluntaristischer Traum gewesen ist. Also eine Idee, die in Moskau entstanden ist, in der Kominternleitung, die aber eigentlich in Deutschland nicht wirklich eine Basis gehabt haben soll. Und das sind, wenn man sich das genauer anschaut, im Wesentlichen die Argumente, die sich durchgesetzt haben, die historisch vertreten worden sind vom rechten Flügel der KPD damals, also von Heinrich Brandler, von August Thalhammer. Das ist, würde ich sagen, hat sich in der linken Geschichtsschreibung, ist heute in Deutschland zumindest tendenziell dominierend. Und ich denke, wenn man sich diese Ereignisse genauer anschaut, macht es aber doch Sinn, wirklich von diese Perspektive der verpassten Revolution sich nochmal genauer anzuschauen. Also ich glaube, es ist sehr wohl legitim, davon zu sprechen. Wenn man sich das ansieht, ich will es mal ganz, ich sage mal, strikt nach der orthodoxen Formel machen, ja, wie das Lenin beschrieben hat in seinen Schriften, revolutionäre Situationen, ne? Um es mal zu paraphrasieren, ich will das jetzt nicht wörtlich zitieren, wahrscheinlich kennen es auch etliche schon von euch. Also, ne, revolutionäre Situationen sind Situationen, wo er sagt, es gibt im Wesentlichen drei Bedingungen dafür. Also erstens, die Herrschenden können nicht mehr so, wie sie wollen, können nicht mehr weiter, wie sie wollen. Es gibt eine Krise, die die Herrschenden daran hindert, ihre Herrschaft weiter stabil auszuüben. Es gibt Auseinandersetzungen innerhalb der herrschenden Klasse. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Beherrschten wollen nicht mehr, wie sie sollen. Also aus irgendeinem Grund kann die normale kapitalistische Form der Ausbeutung nicht mehr reibungslos fortgesetzt werden. Es gibt ein Aufbegehren der Beherrschten. Und eine allgemeine Krise, die die Massen zu deutlich stärkerer Selbstaktivität veranlasst.
So, das sind erstmal die Merkmale für eine revolutionäre Situation. Und Lenin fügt ja dann noch hinzu, nicht jede revolutionäre Situation führt auch zu einer Revolution. Also es gibt revolutionäre Situationen, die vorübergehen, ohne dass es zu Aufständen gibt, ohne dass die Herrschaft zerschlagen wird, die bürgerliche Herrschaft. Das hängt im Wesentlichen von subjektiven Faktoren ab, von der Frage, wie die Organisation der Arbeiterbewegung umgeht mit dieser Krise. Und ich würde sagen, also diese Merkmale, wie sie von Lenin erstmal beschrieben sind, kann man im Herbst, Sommer und Herbst 1923 definitiv in den Quellen bestätigt finden. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass das im Grunde genommen auch gar nicht notwendig ist, kommunistische Quellen dazu ranzuziehen, sondern es gibt genügend Äußerungen von Sozialdemokraten, auch von bürgerlichen Politikern, von Gustav Stresemann, dem damaligen Reichskanzler, die im Prinzip alle dasselbe aussagen. Also, dass wir die bürgerliche Herrschaft wirklich mit dem Rücken zur Wand ist und die Angst vor einer unmittelbar stattfindenden, bevorstehenden Revolution unglaublich groß ist in den herrschenden Klassen. Um jetzt nochmal genauer reinzugehen, was waren die Krisenmomente in diesem Jahr? Ich meine, das ist eine wirklich komplexe Krise. Ich kann das jetzt nur stichwortmäßig machen, aber wir werden ja dann sehen, ob wir dann in der Diskussion nochmal im Detail kommen können. Ihr könnt natürlich auch gerne nachfragen. Also erstmal die Krise unter den Herrschenden. Es waren ja zwei Fragen miteinander verknüpft in diesem Jahr, in dieser Krise. Das eine war eine außenpolitische Frage, nämlich die Auseinandersetzung in erster Linie mit der französischen Regierung über die Frage, wie die Kriegslasten, die Reparationen verteilt werden. Und da gab es innerhalb der bürgerlichen Parteien in Deutschland eine scharfe Kontroverse darüber, wie soll man damit umgehen, ne? Der Krieg war militärisch verloren. Es gab einen Teil, der einige Jahre vor 1923 versucht hat, sich irgendwie zu arrangieren mit Frankreich, mit den Friedensbedingungen, die sogenannte Erfüllungspolitik. Und es gab auf der anderen Seite eine starke Fraktion, die gesagt hat, wir können diese Erfüllungspolitik nicht weitertreiben, wir brauchen eigentlich sowas wie einen Revanchekrieg. Also das ist das, was ja zur Debatte stand, den Versailler Vertrag im Prinzip durch eine Kriegserklärung an Frankreich zu zerreißen. Das war die außenpolitische Krise. Innenpolitisch die Frage, soll man weiter mit der bürgerlichen Demokratie herrschen oder soll man sich dem Faschismus zuwenden? Man muss sich vor Augen halten, im Jahr zuvor ist Mussolini in die Regierung in Italien erstmals eingetreten. Also das heißt, 1922 war das Jahr, wo der Faschismus international zum ersten Mal wirklich ja, Teil der Regierungsmacht wurde. Die italienische Arbeiterbewegung noch nicht vollständig zerschlagen hatte 1923, aber schon mit brutaler Gewalt sehr in die Defensive getrieben hat und in den folgenden Jahren dann auch ja, völlig in die Illegalität getrieben hat. Und das war eine Sache, die in der Krise in Deutschland eine unglaubliche Anziehungskraft auch auf Teile des Bürgertums ausgeübt hat. Und ich würde mal sagen, ein profaschistischer Flügel oder ein Flügel in den bürgerlichen Parteien, der diese Art der Krisenlösung auch als was Attraktives angesehen hat. Und wir müssen uns klar machen, dass in dieser Krise 1923 die Auseinandersetzungen im Bürgertum so scharf waren über diese Fragen, dass im Prinzip der Staatsapparat der bestehende in rivalisierende Fraktionen völlig zerfallen ist. Also ich habe das selbst nochmal genauer angeschaut. Diese sogenannte Ordnungszelle Bayern, ich will nicht zu tief reingehen, aber im Prinzip geht es darum, dass die Reichswehr sich im Herbst 1923 spaltet in zwei miteinander verfeindete Organisationen. Der eine Teil sagt, wir wollen mit den Nationalsozialisten gemeinsam die Regierung stürzen, die republikanische. Und der andere Teil der Reichswehr erstmal abwartend sich verhält und erstmal, ich sag mal, vorsichtig an Seite der legitimen Regierung bleibt. Und das ist eine Sache, die oft vergessen ist. Also wurde im Nachhinein, dass sich Deutschland im Herbst 1923 am Rande eines innerdeutschen Krieges auch befindet. Also die Aufmarschpläne der Bayerischen Reichswehr nach Berlin wurden bereits gemacht. Es gab schon eine ganze Reihe von Manövern und Planspielen. Ist also militärisch alles geplant gewesen. Und es ging exakt um diese Fragen, die ich erwähnt habe, außenpolitisch und innenpolitisch, wie man da weitermacht. Das ist also die eine Seite. Die zweite Sache ist, und das ist die Sache, denke ich, was heute auch interessant ist für die Diskussion innerhalb der breiteren Linken. Wie sieht das eigentlich bei den Beherrschten aus? Also die Inflation ist ja nichts, was irgendwie in diesem Jahr so als zusätzlicher Faktor reinfliegt, sondern es ist ein Teil dieser Krise. Auseinandersetzungen einerseits außenpolitisch um die Verteilung der Kriegslasten zwischen den beteiligten Staaten und andererseits eine Auseinandersetzung, ich würde sagen, auch eine Form des Klassenkampfes, die Inflation, nämlich der Versuch der Regierung, die Kosten des Krieges abzuwälzen auf Hunderttausenden, ich glaube sogar Millionen von Menschen, die Kriegsanleihen gezeichnet haben. Das waren ja hauptsächlich Leute aus dem Kleinbürgertum, die den Krieg finanziert haben.
mit den Kriegsanleihen, die im Prinzip enteignet werden durch die Inflation. Also was die Inflation ökonomisch bedeutet, ist eine riesige innere Entschuldung des Staates, eine riesige, gigantische Umverteilung. Und diese Umverteilung bedeutet eben ja nicht nur Elend für die Arbeiterklasse, auch für die Arbeiterklasse, aber auch weit über die Arbeiterklasse hinaus. Also bis in die, ja, sagen wir mal, Beamten, kleinbürgerlichen Schichten, die für die das in einer Art und Weise auch historisch traumatisierend war, weil es die Erfahrung davon einfach nicht gab. Und wenn man diese Inflation nicht versteht, dann ist natürlich auch der Faschismus schwierig zu verstehen, der plötzliche und rasante Aufstieg. Ich kann es jetzt angesichts der Zeit, will ich das nur noch mal ganz kurz hier umreißen. Also ich finde, das ist eigentlich ein spannender Punkt, das noch mal genauer zu diskutieren. Was macht eigentlich diese Inflation mit der Dynamik innerhalb der Arbeiterbewegung? Weil das ist, glaube ich, für die politische Taktik der Arbeiterorganisation sehr entscheidend. Die Inflation bedeutet erstmal, dass in den Jahren vor 1923 die Arbeitslosigkeit relativ niedrig ist. Nach einer scharfen Krise unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist die Arbeitslosigkeit niedrig, aber die Löhne verlieren ständig an Wert. Das heißt, wir haben in den Jahren 1921, 22 ein unglaubliches Streikfieber in Deutschland. Das sind also die Jahre mit den höchsten Streikzahlen in der deutschen Geschichte. Und das Streikfieber ist offensichtlich dadurch angeheizt, dass die Arbeiter versuchen, die Entwertung der Löhne irgendwie auszugleichen durch Lohnkämpfe. Und diese rein gewerkschaftliche Widerstand, der führt einerseits dazu, dass sich Verschiebungen innerhalb der Gewerkschaften ergeben, dass also eine Form von militanter Basisaktivität sich weit, weit verbreitet. Andererseits führt das aber auch dazu, dass die Gewerkschaften als Gesamtorganisation nach einigen Monaten völlig ausgepowert sind. Also das ständige Zahlen von Streikgeldern, muss ich das so vorstellen, dass ja, ein signifikanter Teil der Betriebe ständig im Streik ist, letzten Endes dazu führt, dass die Gewerkschaften in der gewohnten institutionellen Art und Weise diese Streiks irgendwann nicht mehr weiterführen können. Und das heißt, dass die Zahl der offiziellen Streiks ab etwa Anfang 1923 ziemlich scharf nach unten geht plötzlich. Also es gibt einen riesigen Spitze von Streiks, 21, 22, das kippt sehr schnell ab. Das hat was damit zu tun, dass die Gewerkschaften das nicht mehr finanzieren können. Und das bedeutet, dass nicht, dass die Lohnkämpfe zu Ende sind, sondern das bedeutet, dass sie sich auf eine andere Ebene verlagern. Und was wir eben auch haben in der Zeit, ist jenseits der betrieblichen Kämpfe neue Massenbewegungen, die nochmal einen eigenen Blick wert werden. Also Teuerungsunruhen, Demonstrationen für Preiskontrollen. Das sind also Auseinandersetzungen, die alle letzten Endes durch die Inflation mit bedingt sind, die sich aber nicht in erster Linie im betrieblichen Rahmen abspielen, sondern die sich dann abspielen in den Städten, auf den Marktplätzen etc. Und ich glaube, zur Diskussion über die Frage der Taktik der Arbeiterbewegung ist das ein ganz entscheidender Punkt, weil, um vielleicht das in zwei Sätzen abzurunden, dann können wir da nochmal genauer später drauf eingehen. Die Diskussion hat sich ja in der Linken sehr häufig sehr konzentriert auf die Frage, was ist im Oktober 1923 passiert, also in diesen kommunistischen Aufstandsplänen. Ich würde es mal so sagen: Oktober 1923 war ein Zeitpunkt, wo die Inflation die deutsche Wirtschaft schon so weit zerrüttet hatte, dass ein beträchtlicher Teil der Arbeiter in Deutschland überhaupt nicht mehr regulär in den Betrieben gearbeitet hat. Also eine Situation, wo wir eine sehr weit verbreitete Kurzarbeit haben, eine Situation, wo es auch ab dem Sommer 1923 schon Massenentlassungen gibt. Das heißt, wo eigentlich die Organisationsmacht der Arbeiter in den Betrieben schwer erschüttert ist durch die Inflation selbst und durch die Krise. Und ich glaube, das ist eine der schwierigen Fragen, in der Situation, wo die bürgerliche Herrschaft offensichtlich schwer erschüttert ist, gleichzeitig die vollkommene ökonomische Zerrüttung bedeutet, dass die Möglichkeiten, eine alternative Arbeitermacht aufzubauen, sich ganz anders stellen, als das im Jahr 1918 zum Beispiel der Fall war, ne, in der Revolution, wo ja in den Betrieben die Arbeiterorganisation im Wesentlichen eine, ja, Vollbeschäftigung haben, um so rum zu sagen. Ne? Und ich denke, das ist eine Frage, wo man tatsächlich die konkrete Dynamik sich nochmal genauer anschauen müsste im Jahr 23, um daraus für heute nochmal Schlussfolgerungen zu ziehen. Genau. Ich belasse es mal angesichts der Zeit erstmal dabei. Genau. Würde dann weitergeben an Rainer und ihr könnt dann gerne nochmal Fragen darauf zurückkommen.
Ja, danke, Sebastian. Rainer, du bist dran und sagst vielleicht am Anfang auch einen Satz oder zwei zu deiner Person und deinen Veröffentlichungen gerne auch. Ja gut, danke, Wilfried. Also ich habe mich als Historiker mit der Geschichte der Arbeiterwährung befasst in verschiedenen thematischen Schwerpunkten, zum Beispiel in den Trotzki-Schriften. Da einige der Bände habe ich da mitgewirkt, aber speziell zu 23 auch im Rahmen meiner Untersuchung zum internationalen Kommunismus und speziell der Gewerkschaftspolitik der Komintern und auch noch der Auswirkungen auf das deutsche Gewerkschaftsleben, was ihr Sebastian schon angedeutet hat. Ja, eigentlich dieser Überblick, dieser große Bogen, den also Sebastian geschlagen hat, da kann man eigentlich nichts hinzufügen in dem Sinne, dass man das wirklich als Fundament sehen muss, worauf man dann höchstens noch bestimmte politische Punkte oder i-Tüpfelchen setzen kann. Und das will ich jetzt auch mal kurz noch ergänzen in diesem Sinne. Und dann auch noch ein paar andere Aspekte, nämlich die ganze internationale Lage, diese Verknotung mit anderen Ereignissen in diesem, in jenem Jahr dann bringen. Also, wenn man das jetzt, was denn als sozusagen als soziales, sozioökonomisches Fundament gezeigt hat, dann müsste man halt sehen, jetzt, das kann ich so stichwortartig nur benennen, dass also klar im Januar fängt das an, als die Franzosen in Belgien das Ruhrgebiet besetzen, um also sich Pfänder für die ausgebliebenen oder ihrer Meinung nach ausgebliebenen Reparationszahlungen zu holen. Daraufhin es ist gerade eine so eine Technokratenregierung, die aber gestützt wird von also den Weimarer Parteien am Ruder, die versucht dann aus dagegen sich zu wehren, indem sie den passiven Widerstand verkünden, also praktischen Streik anordnet im Ruhrgebiet, also in den besetzten Gebieten. Und die Streikgelder bezahlt die Regierung mit der Notenpresse. Das ist also der Mechanismus, der dem zugrunde liegt, dass dann die schon vorhandenen inflationären Tendenzen dann ja praktisch explodieren, weil das natürlich alles keine gedeckten Gelder sind oder auch nicht mehr also die man im normalen sozusagen bürgerlichen Haushalt also sich leihen kann. Es war damit eben der Versuch, dass diese französischen Bemühungen zu unterlaufen. Und das ging auch in dieser Situation im Frühjahr bis zum Sommer so, weil also die Franzosen sich da mit gewisser englischer Duldung das leisten konnten. Denn die waren ja die anderen, die sogar noch viel mehr daran interessiert waren, dass Deutschland stabil blieb, weil sie englischen Banken, also die City, ja das Geld brauchte. Gut, und das hat also aber diese Situation verschärft. Die englische Haltung war auch natürlich durch die Apollo-Politik provoziert, also dass die Weimarer Republik mit der Sowjetunion oder Sowjetrussland noch enge diplomatische Beziehungen eingegangen war. Und dann hat man dann gesehen, also es gab diese soziale Verelendung, also diese wachsende ökonomische und soziale Krise. Die politische Radikalisierung setzte sich so stark erstmal nicht durch im Sinne einer Radikalisierung nach links, sondern es war mehr so diese nationalistische Mobilisierung, Attentate auf die Franzosen, die zum Teil auch von der Reichsregierung, wie man heute weiß, geduldet wurden und so weiter. Gab es diesen berühmten Nazi aus dem Ruhrgebiet, Albert Leo Schlageter, der dann von den Franzosen nach Anschlägen festgenommen wurde und dann vom Kriegsgericht gestellt wurde und erschossen wurde und damit sofort der Held der radikalen Rechten war. Und dann kommt aber auch langsam eine Radikalisierung nach links hin, die sich zeigt, dass also bei den Betriebsräten die KPD immer stärkeren Zulauf bekommt. Sie es auch jetzt schafft, das ist ja sehr gut dargestellt worden, also die Gewerkschaften werden ganz schwach vergleichsweise.
Aber die betrieblichen Kämpfe und damit die Betriebsräte werden stärker, treten stärker in den Vordergrund und organisieren selber Kämpfe. Und da kommt es dann eben im August 1923, als die Inflation ab Ende Mai, Juni so galoppierend wird, also wo da nicht mehr mit einem Brötchen 5.000 Euro für 5.000 Reichsmark kostet, sondern 5 Millionen und jeden Tag praktisch das Geld, was morgens ausgegeben wird, nachmittags schon nichts mehr wert ist. Da vor diesem Hintergrund kommt es dann zu dem Generalstreik, der zum Sturz der Regierung führt und dann im September zur Bildung einer großen Koalition von SPD bis zu den diversen liberalen Parteien über die Katholiken als Zentrum und die jetzt überlegen, wie sie das Ganze stabilisieren können. Auf der anderen Seite steht da die KPD und dann kommt es eben dazu, dass in Moskau die zwar gesehen haben, da ist irgendwie was los, da bewegt sich was und man versuchte da so. Es gab da verschiedene Initiativen, zum Beispiel im März 1923 großen antifaschistischen Kongress, der aber wesentlich auf die KPD noch beschränkt bleibt, aber auf der Clara Zetkin zum ersten Mal ihre Analyse des Faschismus vorträgt. Und im Juni in Moskau tagt die Führung der Kommunistischen Internationale, wo auch nur von einer Zuspitzung, aber eben in einem längeren Sinne, in einem langsam wirkenden Sinne die Rede ist, wo da auch eben Zetkin dann nochmal ausführlich auf den Faschismus eingeht. Es kommt vielleicht nachher auch nochmal, ich hatte ja schon den Namen Schlageter erwähnt, das ist immer so eine der Sache, die so in der Geschichtsdiskussion immer so rumgeistern, die Frage, wie wollten die Kommunisten da so Anleihen rechts machen? Ist aktuell ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig. Aber gut, und da aber erst im August nach diesem Regierungssturz, der in Deutschland allerdings zu einer Bildung einer parlamentarisch getragenen Regierung führt, da ist man in Moskau auf die Idee gekommen, das könnte der Beginn einer revolutionären Krise sein, also wo praktisch der Staatsapparat auch auseinanderbricht. Und daraufhin fängt diese Orientierung an, dass man hektisch überlegt, zwischen Moskau und Berlin und zwischen verschiedenen Fraktionen in der KPD, was kann man da machen? Weil es gab eben Gebiete in Deutschland, wo SPD und KPD die Mehrheit hatten, Thüringen, Sachsen. Und in anderen war sie halt nur stark und gut, nicht so stark halt in Bayern aus bekannten Gründen. Aber da, wo dann so ein Aufstandsplan entwickelt wird, wo dann Moskau auch entsprechende Leute schickt und so weiter und so fort, um dann im Oktober, ja, praktisch auch zu dem Jahresdatum der Russischen Revolution einen Aufstand durchzuführen, aber eben gestützt, und das sind gleich so die problematischen Punkte, gestützt auf diesen Bereich Thüringen-Sachsen, weil der also sozialistisch-kommunistisch dominiert war, der sich gegenwenden sollte, dass die bayerische Konterrevolution, die sich da anbahnte mit dem Faschismus und der bayerischen Regierung, einerseits, auf der anderen Seite aber auch gegenüber Berlin und der Reichsregierung, die getragen wurde von den, ja, von der SPD und den bürgerlichen Parteien. Und das ist letztlich das, was eben mit den vielen Dilemmata verbunden war. Also klar, große Revolutionen, die siegen immer in den Zentren. Paris in Frankreich und Petrograd und Petrograd in Russland. Aber das war in Deutschland so nicht der Fall. Und zusätzlich beruhte der auch noch darauf, dass die Spaltung der SPD, die sehr wieder sehr stark geworden war, die hatten sich im Jahr zuvor wieder vereinigt, jetzt aber praktisch wieder in zwei Flügel auseinandergefallen, das jetzt irgendwie sozusagen ausnutzen zu können und zu hoffen, der linke Flügel der SPD trägt das mit, wenn nicht gleich in Gestalt einer Räterepublik, aber mindestens in Gestalt
von einer Arbeiterregierung. Das ist auch ein Terminus, der in diesem Zusammenhang eine Bedeutung gewinnt und auf den man vielleicht nochmal zurückkommt. Also weil es immer die Frage auch ist, nicht linke Regierungsbildung, wie können die aussehen, wenn man nicht gerade wie in Petrograd einen Sowjetkongress hinter sich hat, Rätekongress oder theoretisch in Deutschland 1918 im Dezember, aber da wurde es dann ja bekanntlich niedergestimmt. Und da wird dann eben abgewunken von der KPD-Führung, als dann die linke Sozialdemokratie sagten, nein, jetzt in dieser, wir sind aber in einer Klemme, also zwischen von Berlin schickt die Regierung die Reichswehr und sozusagen im Süden, da haben wir die Faschisten, da warten. Wir können das nicht weiter treiben und da sagten die linken Sozialdemokraten und die KPD, die selbst eben nicht die wirkliche Mehrheit hat, die war zwar sehr stark, aber das ist eben halt 40% sind keine 60%, also wenn man es mal so parlamentarisch ausdrücken will, ungefähr dieselbe Problem, was die katalanischen Nationalisten vor ein paar Jahren hatten, also keine wirkliche soziale Mehrheit über einige bestimmte Gebiete hinaus und vor allen Dingen auch keine wirkliche Spaltung des Staatsapparats, speziell in den bewaffneten Organen. Und das ist dann eben praktisch das Ende dieses Versuchs, der, auf den man seit August so beschleunigt hingearbeitet hatte. Ich habe jetzt praktisch das sozusagen von dieser politischen Seite her noch mal ein bisschen versucht, so abzurunden. Ich habe mir aber vielleicht viel zu komplizierte Details noch hier aufgeschrieben, da kann man vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, was im Jahr 1923 noch erwähnt, passiert ist. Ich will nur eine Sache noch erwähnen, nämlich, und das macht die Sache auch die politische Bewertung dann so im Nachhinein so kompliziert. Diese Ereignisse in Deutschland waren eng verwoben mit den politischen Auseinandersetzungen in der Sowjetunion, der bolschewistischen Partei. Lenin war zwar tot im Januar, stirbt im Januar, aber er war praktisch seit Anfang 1923 politisch, also so stark gesundheitlich durch Schlaganfälle blockiert, dass er da gar nicht mehr sich äußern konnte. Also das war der Kampf letztlich zwischen Stalin und seinen Bündnispartnern in der Komintern, in der bolschewistischen Führung, Sinowjew und Kamenew gegen Trotzki, der sich natürlich sozusagen unmittelbar entzündete an innerbolschewistischen, an innersowjetischen Problemen. Also speziell die Frage der innerparteilichen Demokratie, der Entwicklung der Wirtschaftspolitik und so weiter oder auch der Nationalitätenpolitik. Aber ich kann das hier nur nennen, das können wir jetzt hier natürlich nicht so diskutieren, aber es ist damit verflochten. Es ist eine Geschichte, die muss man zusammen sehen, warum dann auch die Auseinandersetzung über diesen gescheiterten deutschen Oktober so denn je die Chancen dafür existiert hatten, dann sofort wird nicht zu einer Diskussion wirklich über Deutschland, sondern zu einem Blame Game. Das heißt, wem kann man die Schuld zuschieben? Also sprich von Seiten Stalin und Sinowjews, Trotzki und damit auch irgendwie die KPD reinbringen. Und damit wird das dann auch zu einem politisch, also frustrierenden Sache. Es wird keine wirkliche politische Diskussion geführt, wenn man sich diese ganzen Dokumente durchsieht. Da geht es wirklich nur noch um reines Blame Game und eine Anschuldigung. Und insofern wird natürlich dann auch die so existierende revolutionäre Situation in Deutschland, in Moskau kräftiger, im gewissen Sinne auch aufgeblasen, weil man dann irgendwie Schuldigen hat dafür, dass sie nicht verwirklicht werden konnte, und nämlich Trotzki und die alte KPD-Führung Brandtler-Thalheimer. Und damit gerät das dann unmittelbar sozusagen auch in die Auseinandersetzung, die Ausschaltung Trotzkis erst in der bolschewistischen Partei wie in der Komintern und so weiter und führt dann hin zu all diesen späteren Ereignissen, China und die ganze Politik ab 29 und so weiter. Und
will es dabei hier erstmal belassen. Eine andere Sache allerdings will ich nur mal kurz nennen. Aufstand. Ja, es war sicherlich, es ist richtig, das war der letzte sozusagen geplante Aufstand. Aber man sollte dann nicht ganz die 30er Jahre vergessen. Also dies war zwar nicht von irgendeinem Generalstab, politischen oder der Roten Armee oder so geplanten Aufstand wie in Deutschland, aber 1934 die Kämpfe in Wien und in und in Asturien, in Nordspanien, hatten nun auch schon gewisse Aufstandsart. Die waren auch geplant, also waren teils geplante Aktionen, aber waren, sagen wir mal, auch größere Aktionen so in dem Sinne. Aber das ist dann die Frage, wie das dann in den 30er Jahren dann auch diese Mobilisierung von 34 dann versandete, 36. Aber das muss man dann sehen. 23 im Grunde genommen, das ist aber schon richtig, schließt eben diesen revolutionären Nachkriegszyklus von 1918, vom Ende des Ersten Weltkriegs ab und führt dann auch zu einer gewissen Stabilisierung, auch zu politischen Verschiebungen und dann auch, ja gut, zum stärkeren Deutungsgewinn der kolonialen Bewegung. Das wäre es erstmal. Ja, danke Rainer. Jetzt hat unser Genosse aus den USA das Wort, Stefan. Danke dir und danke auch an Sebastian und Rainer für ihre Ausführungen. Ich glaube, dass sich kaum jemand 1923 hätte vorstellen können, also von den Aktivistinnen und Aktivisten, die wir hier betrachten, dass wir heute 100 Jahre danach dann immer noch hier sitzen und darüber reden, wie wir da unsere aktuelle Hilflosigkeit oder Wut über die Brutalität der israelischen Armee in Gaza in Widerstand umsetzen können, wie wir da in einer neuen Weltlage marxistische Organisierung vorantreiben können. Ich glaube, der Blickwinkel damals war ein ganz anderer. Die Lage war eine ganz andere. Was für Lehren oder Weisheiten können wir rausziehen aus einer Situation, wo die KPD mit 300.000 Mitgliedern ins Jahr geht, von der Situation heute, wo man viele verschiedene revolutionäre Marxismen, eine mehr von nicht so revolutionären Marxismen, Plural, Mehrzahl, wie kann das fruchtbar sein für uns heute? Und das ist ein bisschen so die Fragestellung, also so das Scheitern des deutschen Oktober. Das hat also fast schon drei Zeitebenen. Ja, 1917 ist der Bezugspunkt vom Oktober, dann 1923 und dann sind wir irgendwie heute, 2023. Was machen wir dann damit? Also ich finde es erstmal zentral, Rainer hat es ja auch angesprochen, wie dann die Geschichtsschreibung über die über 1923, so am Scharnier zwischen kommunistischer Bewegung im Aufbruch nach 1917 und dann Richtung Stalinisierung dann eigentlich dazu übergeht, hinterher nur noch so ein Schuldzuschreibungsspiel zu betreiben, wo die Ereignisse manipuliert, dargestellt, instrumentalisiert werden, um dann eigentlich jede reale Auseinandersetzung mit den Ereignissen zu beerdigen. Das endet dann natürlich auch auf der stalinistischen Seite mit der Glorifizierung von Thälmann und dann eigentlich, Sebastian hat es so als These aufgestellt, die Dominanz von Thalheimers Thesen, das war ja gar keine Revolution, als Rechtfertigung gegen die Angriffe, denen er sich ausgesetzt hat. Also, das dominiert dann, ich finde, also so vor allem auch die deutsche Diskussion, wenn man es anguckt, also Pierre Brueys Monumentalwerk über die deutsche Revolution 1918 bis 1923 kommt dieses Jahr auf Deutsch raus, kam vor 50 Jahren auf, glaube ich, Französisch zuerst raus. Die deutsche Geschichtsschreibung da, glaube ich, da jetzt weniger von trotzkistischen Ideen geprägt worden und das macht das schwierig. Also ich finde, es lohnt sich erstmal, das auszugraben. Ich poste euch mal hier Artikel, wo Nelly und ich für AK geschrieben haben, eine Zeitleiste, die wir da zusammengestellt haben, das vielleicht mal anzugucken. Ja, Jacobin-Artikel, den wir geschrieben haben. So. Ich finde, die erste These von Sebastian, auch, dass es sich da um eine Revolution handelt und dass man das auch erstmal erklären muss und so weiter, finde ich total wichtig. Würde ich vielleicht nur als Ergänzung so versuchen, nochmal ein bisschen anderen Blick drauf zu werfen.
Ich glaube, dass bei den Debatten auch in der trotzistischen Bewegung, auch wie Prouhé das ausführlich darstellt, zu Recht auf eine Art diese Frage von Strategie, Taktik und so weiter im Vordergrund steht. Und das sind dann 100 Seiten, die einen Blick so auf, was macht die KPD-Führung, was wäre da richtig gewesen, so verloren geht ein bisschen, was Sebastian auch nur anreißen konnte, die Lebendigkeit der Bewegung 1923 von unten. Und das finde ich eigentlich, also von der Ruhrbesetzung bis zu den Kuno-Streiks bis in September, eine Streikwelle nach der anderen. Aber dann auch so diese Bewegungen, die sich ausdrücken in organisierter Form. Eine Betriebsrätebewegung, wo Betriebsräte auf einen Seite so eine Linksverschiebung gibt, wo kommunistische Betriebsräte, linke Betriebsräte gewählt werden, die sich vernetzen, die örtlich Betriebsratskonferenzen durchführen. Das ist ein Kern von organisiertem Zentrum von unten, wo die kommunistischen Aktivistinnen und Aktivisten, den kommunistischen Kader, Mitglieder der KPD, eine entscheidende Rolle spielen. Aber ich glaube, dass man das zu Recht als Einheitsfront Organe so beschreiben kann, wo linke Sozialdemokraten mit reingezogen wurden. Die SPD war über das Jahr hinweg ist tief gespalten. Es gab eine Linksverschiebung, der linke Flügel gewinnt an Einfluss da und so weiter. Können wir vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Aber so unorganisierte Arbeiter sind da beteiligt. Aber eine Betriebsrätebewegung, wo ein organisiertes Zentrum dann auch zu Debatten, Forderungen, nächste Kampfschritte so bilden, was sich daraus bildet, was ich bedeutend finde. So neben dem, dass man die ganzen Streikwellen und Hungeraufstände und so weiter, da ist gar nicht so genau beschreiben kann in der Kürze der Zeit. Es gibt diese Kontrollausschüsse. Ich habe versucht, ein bisschen da mehr rauszufinden. Also das in mancher Literatur ist es so, wenn das mehr so Stadtteilebene wäre, dass da Leute zusammenkommen, vor allem Frauen, die über Preiswucher, Mietwucher und so weiter sich beschweren. Es gibt da tolle Beispiele. Einzelne habe ich nur gefunden, weiß nicht, wie weit das stellvertretend ist insgesamt, wo Betriebsräte Kontrollausschüsse einsetzen und die Kontrollausschüsse dann durchsetzen, von unten sozusagen, dass da der Margarinepreis gesenkt wird, dass Kleiderpreise gesenkt werden, wo in die kapitalistische Distribution eingegriffen wird. Auch wieder ein organisierter Ausdruck so, mir scheint von den Betrieben her, von den Betriebsräten in die Stadtteile wieder unter kommunistischer Führung, also unter Führung von kommunistischen Kadern, diese proletarischen Hundertschaften, die da entstehen, zusammen mit den KPD-Ordnerdiensten, die ein bisschen mehr, wie ich es so verstehe, top-down waren, aber auch wieder Einheitsfrontorgane, wo in den proletarischen Hundertschaften, also nach manchen Schätzungen, vielleicht war die Hälfte Kommunistinnen, und dann 30% sozialdemokratische, 20% unorganisierte Arbeiter, unter Führung der Kommunistinnen eine Organisierung mit Schwerpunkt in Sachsen, Thüringen. Nicht ganz gleichmäßig, die wurden auch unterschiedlich unterdrückt in verschiedenen Bereichen, aber wieder Einheitsfrontorgane auf eine Ebene von das staatliche Gewaltmonopol in Frage zu stellen, da ranzugehen. Also da finde ich so das, was ich da rausziehen würde in Bezug auch auf die Fragestellung, war das eine Revolution, diese Wellen von Erhebungen, alles andere, was Sebastian dargestellt hat, die Bürgerlichen gespalten, der Staatsapparat gespalten, Kleinbürgertum zwischen nationaler und sozialistischer Revolution aufgerieben. So, das spricht meiner Meinung nach sehr, sehr stark dafür. Und die Fragestellung, die dann oft bleibt, ist so: Ja, aber hätte denn die KPD, die eine revolutionäre Erhebung anführen können, war die Arbeiterbewegung nicht zu gespalten? Und da gehen dann Prouhé oder Pierre Franck in der Geschichte der kommunistischen Nationalen drauf ein, wo das dann sehr oft so diskutiert wird: Ja, bei Wahlen. Ich habe nicht so viele Wahlen, was kann man ablesen? Zahlenmäßig, Betriebsräte, wie sah es da aus? Für mich steht da eigentlich im Vordergrund für heute. Die KPD als Partei hat diese Bewegung, diese revolutionäre Erhebung im ersten halben Jahr 1923 bis in September rein praktisch geführt. Aber die Parteiführung, die Parteizentrale, die KPD-Zentrale, die war völlig abwesend von dieser Führung. Es war ein bisschen, wenn man jetzt immer die russische Revolution als Bezug hat, ein bisschen, was Trotzki schreibt über die Februarrevolution, so diese kommunistisch erzogenen Kader oder marxistisch erzogenen Kader, die im Betrieb die Führung ergreifen. Nur der Gegensatz ist ja, dass 1923 die Polarisierung zwischen Sozialdemokratie und Kommunistinnen und Kommunisten in Deutschland viel polarisierter ist, nach Jahren von revolutionären Erhebungen als das im Februar 1917 war, wo eine ganze politische Differenzierung nochmal
ganz anders hat stattfinden müssen. So, also dieser Gegensatz, wie dann Brandner darüber schreibt, ja, wir wollen das jetzt nicht vorantreiben, besser die Konterrevolution schlägt los zuerst und so weiter. Und dann selbst im August, ja, der noch zögert so. Während die kommunistische Bewegung das so anführt, das finde ich so herausragend. Da kann man noch viele Zitate bringen, kann ich jetzt gar nicht, aufgrund der Zeit. Das finde ich nur da dann auch nochmal hinsichtlich der Fragestellung, was für eine Art von Partei braucht man? Eigentlich auch für uns heute eine interessante Fragestellung. Ich glaube, dass, wenn man den Bruel liest, wenn man die Geschichte von Deutschland 1918 bis 1923 studiert, die Schlussfolgerungen, die Trotzkistinnen und Trotzkisten im Besonderen, aber ich glaube, alle Marxistinnen da aus Deutschland rausziehen, ist, ja, es braucht eine vereinheitlichende Partei, die eine Revolution anführt, um da erfolgreich zu sein. Das ist der Unterschied, das ist, dass die verschiedenen Kämpfe wurden vereinzelt geschlagen und so weiter. Ich würde das nicht ausführen hier. Ich finde nur, dass 1923 da auch nochmal ein bisschen uns die Chance geben könnte, einen anderen Blick drauf zu werfen. Also man kann jetzt natürlich immer sagen, so wäre nur Luxemburg oder Liebknecht auch noch am Leben gewesen, logisch ist, viele andere, hätte Paul Levy seinen Kopf nicht verloren, hätte nur Brandtler und so weiter. Ich finde, dass da eigentlich so ein bisschen vielleicht uns auch als Trotzkistinnen und Trotzkisten, wenn ich so sagen kann, so eine Konzeption, die eigentlich eher in der stalinistischen Tradition oder bürokratisch-reformistischen Tradition kommt, einholt, die Stärke der bolschewistischen Partei war meiner Meinung nach da, dass die Avantgarde der Klasse, nicht die Partei als Avantgarde, sondern die Leute, die die Februarrevolution geführt haben, die Leute, die in die Bewegung geführt haben, die hatten eine Chance, die Politik der Bolschewiki zu verändern, die haben Lenin gemacht. Soweit Lenin die Revolution gemacht haben, die haben Lenin verändert. Ich finde, das ist so augenscheinlich, dass der Mechanismus in der KPD fehlt, wo diese kommunistischen Kader, die diese Bewegungen tragen, Wellen von revolutionären Massenbewegungen, die sind so weit weg von der Durchlässigkeit zu dieser Führung, wo ein Bild da ist von so einer, ich würde mal sagen, Knopfdruckpartei, also wo die Führung nur das Richtige machen muss. Die Führung die muss halt aus cleveren Lenins bestehen und dann wählen die den richtigen Zeitpunkt, machen das Richtige und gar nicht so ein Bild, wo die Debatten in der KPD, die Debatten in so einer revolutionären Partei eigentlich entscheidend sind. Wo ich finde auch, dass das nochmal ein anderes Licht wirft auf die Jahre vorher, wo man sagen kann, ja, Paul Levy hat ganz clever die KPD rausgedrängt, die Ultralinken und so weiter. Ja, war das denn so clever? War das, wenn man denkt, dass die Avantgarde unserer Klasse, die fortgeschrittenen Schichten in ihrer, in Hunderttausenden, so, diese Partei, dass die ausgebildet werden müssen, dass die müssen die Partei tragen, die müssen es korrigieren, die müssen eingreifen können, so. Da finde ich, ist so eine Konzeption schon bevor der Stalinisierung der KPD da, die mir scheint, dass das ein sehr zentrales Problem so darstellt. Es gab ja auch Alternativen. Also ich fand jetzt auch nochmal, wenn man liest, was die Mittelgruppe da schreibt, um Remmele, Köhnen, Eberlein, Ernst Mayr war wohl dazu zu zählen, die driften später auch ab. Aber 1923, was sie schreiben im Dezember, was dann im Anfang 24 veröffentlicht wird, so von der Bilanz, wo die auch gerade da den Finger in die Wunde legen, wie die KPD abwesend war bei den Bewegungen im ersten halben Jahr und wie zögerlich die Führung war, wenn man da Rosa Mayr-Levinet liest, über wie sie das darstellt, dass Brandtler da nicht, also hat enorme Ängste hatte, überhaupt nur aktiv zu werden. Ich finde, da fehlt eine Lebendigkeit mit verschiedenen Marxismen, im Plural revolutionären Marxismen umzugehen, die ja in der bolschewistischen Partei auch da waren. Und dieses Bild so von einer einheitlichen Partei, demokratischer Zentralismus und die Führung drückt dann die Knöpfe, das ist, finde ich, da, also auf der einen Seite war es ja nie der Fall so bei den Bolschewiki und ist da, finde ich, wird das nochmal, stellt sich das eigentlich nochmal raus, wie groß das Problem da ist. So, also so, da finde ich, welches Bild können wir eigentlich heute entwickeln, wie eine fortgeschrittene Schicht der Arbeiterklasse entstehen muss, wie die der Träger von so einer Partei sein muss, wie die Partei durchlässig sein muss, damit sich dann, wenn die Massen in revolutionären Situationen ja
bekanntermaßen viel weiter links stehen als alle solche Organisationen, dass sich das niederschlägt, dass dann da so jemand wie auch ein Lenin mit seinen April-Thesen gestützt auf die Basis den Kurs korrigieren kann. Also der Klasse, Avantgarde, Parteiführung, wenn ich, da ist mehr drin, wenn man eine größere Betonung eigentlich auf diese Lebendigkeit der Bewegung von unten hat, so als das vielleicht auch ein bisschen so traditionell rassistischer Schreibweise da ist. Was ich jetzt nicht ausführen kann, aber was ich hoffe, dass wir in der Diskussion dann auch nochmal drauf zurückkommen, ist, finde ich schon auch nochmal die Frage von Einheitsfront. Ich finde, das sind da sehr lebendige, sehr wichtige Lehren da dabei sind. Auch natürlich Einheitsfront so als Mittel zum Zweck und nicht als Selbstzweck, wie das dann von Brandtler und Thalheimer betrieben wurde. Da finde ich jetzt schon auch nochmal den 21. Oktober, die Chemnitzer Konferenz, so also Zuspitzung des Missverständnisses von Brandtler und Thalheimer, also dass dann 7 SPDler von 450 Leuten in Thalheimers Darstellung, nicht in jemand anderes Darstellung, in Thalheimers Darstellung, 7 SPDler und der SPD-Minister Graupe, die stehen auf und sagen, aber wenn hier über den Generalstreik nur geredet wird, verlassen wir den Raum. Und dann wird der Rückzieher angetreten. So. Also das finde ich, spitzt es nochmal zu, so ein Verständnis, so dass man, worum es denn eigentlich geht, bei Einheitsfront muss man selbst die Führung der Sozialdemokratie noch überzeugen oder will man die Klasse gewinnen, und die Klasse war mal, also in diesen lebendigen Bewegungen hat die KPD geführt. Und der letzte Punkt, nur für die Diskussion, um es so reinzuwerfen, das ist dann auch nochmal, glaube ich, zugespitzt bei der Frage von Arbeiterregierung, wo es sich lohnen würde, auch nochmal drauf zu schauen. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich schon so lange geredet habe. Ja, vielen Dank, Stefan. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Informationen und auch Probleme so aufgeblättert bekommen, auch Thesen und so weiter. Vielen Dank an die drei. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, wer macht den Eisbrecher oder die Eisbrecherin und traut sich als Erste oder Erster zu sprechen. Gibt es vielleicht irgendwelche Fragen, einfache Fragen? So, sonst fangt aber an und meldet euch. Ja, Richard. Ja, ich hätte eine ganz konkrete Nachfrage an die beiden anderen, an Rainer und Sebastian war, glaube ich, der Name. Wie schätzt ihr die Situation auf der Chemnitzer Konferenz ein? Also da habe ich die Ausführungen Thalheimers gelesen. Das klang für mich so, also der hat von einer Eisesstille auf dieser Konferenz gesprochen, und für mich klang das eher so, als stünde hinter den SPD-Lern noch eine ganze Masse an unentschiedenen Betriebsräten und sonstigen Aktivistinnen und Aktivisten. Das wäre für mich mal interessant, wenn das bei den anderen nochmal beleuchten würden. Ich habe eine Bitte an euch, wenn es nicht ganz besondere Gründe gibt, dann schaltet doch eure Kamera an, während ihr sprecht. Das ist ein bisschen einfacher dann zu folgen. Könnt ihr hinterher wieder ausmachen. Danke, Richard. Ich würde sagen, wie angekündigt, wir sammeln ein paar Beiträge, dann kommt die Antwort. Wer traut sich als Nächster? Und nehmt eure gelbe Hand runter, wenn ihr gesprochen habt. Das wäre auch nett, sonst dann brauchen Michael oder ich das nicht mehr. Wolfgang, sprich. Musste ich auch noch einstimmen? Ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht groß politisieren. Ich wollte eigentlich nur sagen, ganz konkretes mal benennen, wie das damals im Alltag war der Leute mit dieser Hyperinflation. Also wir haben ja meinetwegen in den 1970er Jahren, da hatten wir 10-12% und dann Lohnforderungen aus den Betrieben von 20%. Das, was damals war, das war ein ganz anderes Niveau und es war ein rasendes Tempo, diese Hyperinflation. Also man muss es wirklich so vorstellen, dass zum normalen Einkaufen von einem Brötchen oder von Lebensmitteln man den Koffer gepackt hat oder den Wäschekorb genommen und den hat man dann mit Geld voll gemacht. Und wenn man da war, wo man es einkaufen wollte, hat es schon nicht mehr gelangt. Der Wäschekorb, der Koffer. So muss man sich das vorstellen, eine totale Geldentwertung.
Und das ist natürlich ein Element der Krise, das schon sehr tief ist. Und also, ich habe früher mal in meiner Jugend Briefmarken gesammelt. Und wenn man Briefmarken sammelt, zum Beispiel aus der Weimarer Republik, dann sieht man da, dass also für einen simplen Brief es Briefmarken gibt, 1 Million Brief drauf, damit er überhaupt von A nach B geht und so weiter. Also das heißt, vor allem auch dieses Tempo, dass also morgens war es noch so viel wert und abends schon nur noch die Hälfte, das war dermaßen rasend, dass es eine tiefe Krise war, die natürlich auch zu extremen Versorgungsengpässen auf der Ebene der elementaren Lebensführung geführt hat. Das muss man sich vor Augen halten. Und von daher, rein mal objektiv gesprochen, war das natürlich eine revolutionäre Chance. Ob man die dann ergreift oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Aber auf jeden Fall eine Krise, wie man sich eigentlich aus heutiger Sicht kaum vorstellen kann, wie tief die war. Ja, danke. Nicola, dann Manuel und dann die Referenten. Überlegt schon mal, in welcher Reihenfolge ihr dann ein paar Antworten und Kommentare geben möchtet. Nicola. Hallo, guten Abend, Nikolaus aus Leipzig. Vielen Dank für die Inputs. Ich habe eine Frage, die vielleicht eher an Rainer geht, weil ich die mit Stefan und den anderen Leuten schon ein bisschen versucht habe anzugehen. Und zwar haben wir so ein bisschen mit Brouet so ein bisschen versucht nachzuzeichnen, was eigentlich die Konflikte in der Komintern waren in Moskau in Vorbereitung auf diesen Aufstand. Und ich habe mich jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen gefragt, wie hat sich eigentlich die Stalinisierung oder beziehungsweise was waren die Perspektive mit der Stalin und Konsorten? Was waren die Interessen und dann auch später die Pläne eigentlich oder deren Ideen für den Aufstand? Also wie sozusagen hat sich da eigentlich schon so ein bisschen dann später der Sozialismus von einem Land etc. in einem Land etc. etc. Wie hat sich der eigentlich sozusagen schon so ein bisschen dort abzeichnen können oder was wäre sozusagen die Idee der Stalinisten in Moskau gewesen für dieses ganze Unterfangen? Finde ich nochmal einfach für mich eine interessante Frage. Manuel, du bist dran, musst dich entstummen. Ja, erstmal zwei Bemerkungen und dann eine Frage. Ich glaube von den Referenten vor allem an Stefan. Ich bedanke mich sehr für die einleitenden Beiträge. Erste Bemerkung, meine Freundin hat mich heute gefragt, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Zoom? Worum geht es denn da? Habe ich gesagt, ja, wir sprechen darüber, warum wir 1923 die Revolution in Deutschland verkackt haben. Darauf meinte sie, ah, und damit wollte die jungen Leute begeistern. Sagte ich, ja gut, vielleicht können die jungen Leute ja was draus lernen, mal gucken. Aber es ist schwer genug. Zweite Bemerkung, ich habe sicherheitshalber nochmal nachgelesen, Vortrag von Trotzki 1924. Aber ich hatte das auch über die Perspektiven der Europäischen Revolution. Ne? Und da kommt dann als vierter Punkt die deutsche Niederlage vor. Ich habe mich aber auch daran erinnert, wir hatten auch in unserer Presse öfter mal die Position von Trotzki wiedergegeben im Laufe der Jahrzehnte. Trotzki ist absolut explizit, ne? Der sagt, zählt die Bedingungen auf für die Möglichkeit einer sozialistischen Revolution, sagt, diese Bedingungen waren alle gegeben, außer einer. Man hat eine ehrliche kommunistische Partei, die gut verankert ist und sonst was, aber deren Führung eben die Entschlossenheit, die Stählung und so weiter mangelte. So. Nun ist natürlich im Rückblick völlig klar, dass für die linken Kräfte dieses Scheitern der Revolution in Deutschland tragisch war und natürlich auch den Sieg der Stalin-Fraktion, die Entwicklung, ne, der Ideen vom Sozialismus in einem Lande und dem faktischen Abschied von der Orientierung auf die sozialistische Weltrevolution extrem begünstigt hat. Was ich aber schwieriger finde, und das verbinde ich dann vielleicht, kann Stefan darauf eingehen, wenn ich mir die Bedingungen der Revolution überlege und das messe an der Oktoberrevolution, an dem siegreichen Aufstand,
dann sehe ich natürlich einige Bedingungen, ne, im Rückblick als gegeben, wo ich das Gefühl habe, die waren in Deutschland nicht gegeben. Also mit anderen Worten, ich bin mir nicht sicher, ob Trotzki mit seiner ganzen Selbstsicherheit da wirklich so recht hatte mit seinem Urteil über die Brandlerführung der KPD. Zum Beispiel war es doch war es so, ich glaube, das ist in den Referaten schon erwähnt worden, dass bereits, ne, der gewählte Rätekongress getagt hat, als der Oktoberaufstand stattgefunden hat, dass es nicht nur bewaffnete Abteilungen gegeben hat des Proletariats in Petrograd, so im mittleren fünfstelligen Bereich, schätze ich mal, so 30.000 bis 40.000 unter Waffen, sondern dass alles daran hing, wie es heißt, ne, in den Erzählungen, dass die Garnison auf die Seite der Revolution übergegangen war und sich dem revolutionären Militärkomitee unterstellt hat. Das zum Beispiel frage ich mich, das ist doch eine Art von Bedingungen, also diese Zersetzung sozusagen, ne, der Verfügbarkeit der Armee als Instrument der Konterrevolution. Zumindest nach meinem Gefühl war das zum Beispiel eine Sache, die in Deutschland nicht gegeben war. Aber vielleicht kann da Stefan da ein bisschen was zu präzisieren zu dieser Problematik. Gut, welche Reihenfolge jetzt? Wer mag? Habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Wer fängt einfach an? Ja, einer von euch dreien muss jetzt was sagen. Ja, sag du, ich kann anfangen. Gut, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir konnten ja jetzt keinen extra noch zusätzlichen privaten Zoom sozusagen machen. Ich fange dann deshalb dann auch gleich an mit dem, genau was ich ja auch schon angedeutet hatte, glaube ich, aber was der Manuel dann noch stärker vertieft hat, nicht? Also die Reichswehr, also sagen wir mal so, natürlich stand das auch in den Plänen drin, in den Überlegungen, Reichswehr zu beeinflussen, aber das war ja nun eine ganz andere Situation, das war ja ein Berufsheer und vor allem auch gesäubert in den Kämpfen 1918-19 und da war natürlich die KPD dann in einer ganz schlechten Situation. Das wurde versucht mit verschiedenen Mitteln ja, zu kompensieren, das waren die schon erwähnten proletarischen Hundertschaften, die auch als Selbstschutz dienen oder in dem Zusammenhang sozusagen geschaffen wurden gegen die völkischen nationalistischen Umtriebe. Aber das war natürlich alles, also noch ganz weit weg von irgendwelchen revolutionären Truppen. Das muss man halt sehen. Und eine andere Sache, was da in diesem Zusammenhang auch noch ergänzt werden muss oder zusammengesehen muss, waren diese Versuche der KPD, also Stichwort Schlageterkurs, also so eine Art bisschen nationalistische Propaganda zu machen, um da dann eben auch in diesen völkischen Gruppen sozusagen irgendwie Basis zu finden. Dazu sagen, das hat auch der Sebastian ja so zu Anfänge davon in Bayern da auch dargestellt. Da gab es diesen Hentig, das ist glaube ich der Vater oder der Onkel gewesen von diesem, der dann hier unrühmlich mit der Odenwaldschule und zwar dieser Pädagoge, der war so ein halt ein bekannter Nationalist, die jetzt anzusprechen, ja, wir kämpfen noch gemeinsam gegen den französischen Imperialismus oder so, aber das war natürlich, ja, das hat da nicht richtig gezogen. Die Nationalisten sagen, ja, wir wollen eh erst die Franzosen besiegen, aber dann kommt ihr dran oder gleichzeitig damit. Also ist eben, dass der ganz große Unterschied ist, also einerseits die Armee, die nicht da war, zweite ist, ja, es gab halt nur Betriebsräte, also die es waren eben die wirklichen Betriebsräte, die in den Betrieben aktiv waren, aber die waren jetzt nur sehr locker, kamen die zusammen zu Konferenzen ohne feste Strukturen. Es waren eben keine politischen Betriebsräte. Die politischen Arbeiterräte von 1918, die sind da
19 sind dann da beerdigt worden in den Betriebsräten. Und es ist, die Kraft ging nicht so weit, die Radikalisierung ging nicht so weit, dass das zusammengefasst wurde in sozusagen, also mit Rätezusammenschlüssen mit politischem Anspruch. Und dann das Dritte ist natürlich, klar, wie gesagt, alle Revolutionen haben schon in Zentren gesiegt, zuerst. Also zumindest die französische, die russische, das ist ja nun ganz bekannt. Und ja, was war mit Berlin? Berlin war, da war die Hochburg des linken KPD-Flügels, der nachher am lautesten schrie, die Parteiführung hätte das nicht richtig gemacht, aber sie selbst waren auch nicht in der Lage, die politische Stadt sozusagen zu dominieren, den Berliner Raum. Und das ist natürlich dann schon ja, auch ein weiteres Fragezeichen, was man sehen muss, dass wahrscheinlich die Krise nicht noch nicht so weit ging. Auf der anderen Seite ist natürlich dann, klar, man muss auch sehen, die Bonn-Revolution, das heißt nicht nur die in Deutschland, sondern auch natürlich die internationalen Mächte, und ich habe das ja schon erwähnt, Großbritannien, die bekamen dann auch langsam Angst. Es gab auch 23 internationale Zusammenstöße Großbritanniens gegen die Sowjetunion, weil die Sowjetunion ja, weil die Revolution im britischen Empire da zündeln würde und so. Dann hat Großbritannien auch diesen Großwechsel vollzogen, Druck gemacht auf die Franzosen. Ihr müsst das also müsste zum Kompromiss kommen, und damit war die Stabilisierung da dann mit der Regierung Stresemann, die dann also eine neue Währung schuf, die dann praktisch innerhalb ja, von Tagen Währungsstabilität sicherstellte und damit auch in den Betrieben. Da hatten die Leute, gut, natürlich kein komfortables Einkommen, aber eins, was zumindest die Subsistenz der Familien sicherte. Die Existenz da also. Und das ist natürlich dann der Schlag gewesen, der dann auch herausnahm und nur noch Defensivoperationen möglich macht, aber auch selbst die, und das war ja der große Streik dann im Ruhrgebiet gegen die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags, ging dann einfach in die Hose, weil noch immer so viel Arbeitslosigkeit da war. Also das ist eine ganz schwierige Situation, und nachher das Blame Game in der Kommentaren. Das ist natürlich, da hat man sich auch was zusammengelogen, hat vor allem Sinowjew behauptet, was er alles gemacht hätte, was aber nie geschehen war. Stalin hat da eigentlich nur an der Seite gestanden. Kein Mensch hätte ihn für internationalen Dingen beschlagenen Parteiführer gehalten. Das hat er dann alles überlassen, seinem Kumpel. Und aber auf der Stimmung, die Partei war, und da gibt es ja zahlreiche Berichte, Deutscher schreibt das und andere auch, die war mobilisiert im Herbst, guckte auf die Entwicklung in Deutschland, und inzwischen gibt es auch die vielen Dokumentenbände und so, die da vorliegen, wo das auch so nachgesehen werden kann. Und diese Stimmung, die schlug dann natürlich total um und sagte, wir sind jetzt wieder erstmal allein. Und dann kamen dann die ganzen Versuche, wie so Brücken zu bauen, so mit allen möglichen Dingen und so weiter und so fort. Und Stalin hat das dann im Laufe des Jahres 24 dann eben diese Ideologie des Sozialismus in einem Lande geprägt, also formuliert und gesagt, wer jetzt noch sozusagen internationale Revolution schüren will, der untergräbt ja, der bedroht uns ja. Das wurde dann das Argument, was immer stärker wurde. Dann sind die Leute reihenweise umgekippt, und das war natürlich zusammen verbunden mit den ganzen Diskussionen, die man hier nun jetzt erwähnen kann als Stichwort Parteidemokratie und also die Gefährdung des Parteiapparats, der ja ganz schnell da aufgebaut wurde in diesen Jahren nach dem Bürgerkrieg, und dann die Wirtschaftsfragen, aber das sind dann wieder andere Dinge, aber das war dann alles natürlich dann verflochten. Ich glaube, das war das Wichtige, was ich da sagen wollte. Also wie gesagt, also die ökonomische Situation in Betrieben ist immer in so einer Situation, die zersetzt das ganze Leben, weil die Leute wirklich stundenlang nichts anderes tun müssen. Das ist wie wenn man stundenlang
da an Schlangen ansteht, nicht um da irgendwelche Mindestmaß an Lebensmittel zu bekommen. Das ist eben auch anders gewesen dann in der Weltwirtschaftskrise 29 bis 33. Da gab es zwar auch die Schlangen, aber die waren vor den Arbeitsämtern. Die Leute hatten kein Geld, weil sie arbeitslos waren. Aber das Geld an sich, hätten sie es gehabt, das hätte dann schon zu einem Lebensunterhalt irgendwie ausgereicht. Und das hat eine ganz andere Art von Zersetzung dann geschaffen. Und natürlich alles 29, da hatte man eben halt auch schon Jahre von Erfahrung hinter sich. Gut, wie gesagt, letztlich spitzt sich das auch die Frage zu, wie weit ist es wirklich gekommen, dass es nicht nur lebendige Bewegungen gab an Streiks und so weiter, sondern inwieweit haben die auch Zuspitzung gefunden, schnellen Ausdruck gefunden in Form von Zusammenschlüssen von Räten und von Hundertschaften. Und da ist es letztlich nicht über Anfänge in manchen Gegenden mehr, in manchen weniger gekommen. Soweit erstmal, wenn ich jetzt das sehe, ist das erstmal alles. Andere Punkte, da kann man vielleicht mal drauf zurückkommen. Sebastian, möchtest du jetzt ein paar Sachen sagen? Mach du, denn Stefan ist viel angesprochen worden, der dann als Letzter. Also, das ist interessant, was Stefan, vielleicht erstmal auf das, was Stefan gesagt hat. Also zur Frage, was war eigentlich die KPD für eine Partei? Ich finde das eine ganz interessante Diskussion, weil ehrlich gesagt, diese ganze Diskussion, die zur Entwicklung der Einheitsfronttaktik geführt hat, die ist ja in der KPD im Prinzip zwischen 1920 etwa kaputt, kann man sagen, fängt das an, bis 1923 geführt worden. Und da ist es ja schon so gewesen, dass ganz viele Sachen, die später in der kommunistischen Internationalen international verallgemeinert wurden, zuerst in Deutschland diskutiert wurden. Also das ist für mich interessant, wenn man in die Geschichte der KPD reingeht in der Zeit, dass es eben gerade nicht so ist in der kommunistischen Internationale, dass in der Sowjetunion irgendwie eine Einheitsfronttaktik entwickelt wird und die wird den anderen Parteien draufgedrückt, sondern dass es eine Diskussion in Deutschland gibt über die Erfahrungen, die dann in einer gewissen Art und Weise international verallgemeinert wird. Und ich finde diese Diskussion absolut interessant für heute, absolut interessant, weil diese Diskussion mir nämlich, das hast du ja auch kurz angedeutet, das möchte ich auch so unterstreichen, auch zeigt, so eine kommunistische Partei als ein kreatives Labor politischer Strategie und Taktik. Also das muss man sich, denke ich, historisch auch mal gelegentlich anschauen. Mit welchen Problemen, wie haben die angefangen? Was war der Ausgangspunkt? Wie haben die aus bestimmten Voraussetzungen ihre Schlussfolgerungen gezogen? Da sind in Laufe dieser Diskussionen natürlich bessere Ideen und schlechtere Ideen artikuliert worden. Aber erstmal, das muss man festhalten, es war eine lebendige Organisation erstmal, ne, die in der Lage war, diese Diskussion zu führen. Das ist ein großer Unterschied zur KPD in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Also wo das dann ganz anders, viel administrativer abläuft. Und deswegen finde ich das, by the way, auch eine sehr spannende Phase zu diskutieren, anzusehen, auch wenn die Bedingung natürlich heute in vielerlei Hinsicht anders ist. Also insofern würde ich nicht sagen, dass die KPD so stark führerzentriert war, aber es gab ein Problem mit der Frage dass, der Zuspitzung auf einen Aufstand. Also man hatte aus dem Jahr 1918-19 meines Erachtens korrekt gelernt, dass alleine spontane Aufruhr nicht ausreicht, um diesen bestehenden Staatsapparat zu zerschlagen. Ja, man hat verstanden, man braucht irgendwie ein planmäßiges Vorgehen. Das war soweit, würde ich das auch sagen, eine realistische Einschätzung. Aber man hat sich dann, ich glaube, der eigentliche Kernpunkt lag 1921. 1921 hat die KPD diese Theorie der Offensive kurzzeitig versucht, eine völlig verrückte Politik kurze Zeit betrieben, die versucht hat, einfach den Aufstand Kraft eigener Wassersuppe zu schaffen. Also relativ unabhängig von den Dynamiken, die in der Arbeiterbewegung selber war, hat furchtbar auf die Fresse geflogen damit, hat sehr, sehr stark verloren, auch an Kraft, Mitglieder verloren, hat sich isoliert zeitweise. Und dann haben die Führer der KPD den Kopf gewaschen bekommen von den sowjetischen Kommentarenführern. Und Chris Harman hat das in seinem Buch über die Deutsche Revolution 18 bis 23 ja so geschrieben, dass das Trauma war der KPD. Und ich glaube, da ist was dran. Also nach dieser Erfahrung, wir sind voluntaristisch nach vorne geprescht, hatten alle Führer der KPD wahnsinnig Angst davor, eigenständig nochmal nach vorne zu gehen, ohne sich zuvor abzusichern bei der Kommentarenleitung. Und natürlich war diese Kommentarenleitung eine große Autorität, die hat eine erfolgreiche Revolution gemacht. Das konnte in Deutschland niemand von sich sagen. Und deswegen hat man sich am Ende überängstlich immer nach Moskau gewandt. Und da würde ich sagen, also es war beides da. Es war Kreativität einerseits da, aber andererseits auch
irgendwie eine Idee, dass es am Ende die Russen vielleicht doch besser wissen, also schon damals, die einiges gehemmt hat, das würde ich so sagen. Aber es war ein anderes Verhältnis als in späteren Jahren des Stalinismus. Also es war noch kein Verhältnis von, ich sage mal, bürokratisch institutionalisierten Befehl und Gehorsam, sondern es war eher so, dass man sich, ich sage mal, vorauseilend gebeugt hat, dem, was man geglaubt hat, dass die sowjetischen Genossen vermutlich sagen werden. So, das vielleicht dazu, aber da können wir gerne nochmal im Detail darüber diskutieren. Jetzt zu den anderen Fragen. Also zu Manuel erstmal. Ja. Also ich finde, es gibt so eine trotzkistische Argumentationskarikatur zu 1923, ja, die sagt, wäre Trotzki im Oktober 23 in Deutschland gewesen, wäre alles gut gelaufen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube schon, ich habe es ja auch versucht gesagt in der Einleitung, die Bedingungen waren in dem Sinne objektiv da. Also wenn man das so, die Massenbewegungen waren da, es war eine tiefe Krise der Herrschaft da. Was ungeklärt war und was für uns heute, finde ich, auch die spannende Diskussion ist, weil man daraus für ganz verschiedene Situationen was lernen kann, ist, wie kann man dann als Organisation eigentlich selber handeln, um Dinge in Fluss zu kriegen? So, ne? Das ist eine schwierige Frage und da reicht es natürlich nicht zu sagen, ja, sie hätten halt einfach handeln müssen. Also diese Frage tatsächlich, wie kann man sowas eigentlich in so einer Situation ich sage mal, konstruktiv damit umgehen mit der Krise, ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man es genau anschaut. Also deswegen vielleicht nochmal zu der Chemnitzer Konferenz, ja, im Oktober 23. Nochmal zur Einordnung. Die Komintern hatte geplant, diese Konferenz als Ausgangspunkt, Betriebsrätekonferenz als Ausgangspunkt für einen Generalstreik zu nehmen. Der sollte in den Aufstand münden und die haben das am Ende dann abgeblasen, weil die anwesenden KPD-Führer der Meinung waren, die Kräfteverhältnisse sind ungünstig. Ich glaube, und es hat sich viel um diese Konferenz gedreht in der Diskussion hinterher. Es ist wahnsinnig schwer herauszufinden, was da überhaupt passiert ist, ehrlich gesagt. Weil es gibt ganz wenige Augenzeugenberichte, wo man überhaupt sagen kann, wie war es denn wirklich. Ne? Das ist alles schon so in den interessensgeleiteten Diskussionen, die ja beschrieben worden sind, hier vorhin eingebettet, dass das schwer zu sagen ist. Ich glaube aber, jenseits davon, wie die Kräfteverhältnisse auf dieser Konferenz waren, dass dieser Zeitpunkt eigentlich schon der Zug abgefahren war. Ich möchte es mal so rumformulieren. Also weil, ich möchte das begründen. Also es gab die Arbeiterregierung, die haben sich, ich glaube, 10. Oktober, Anfang Oktober sind die gebildet worden, mit ein, zwei Tagen Versatz zwischen Sachsen und Thüringen. Und es ist praktisch unmittelbar nach der Bildung dieser Regierung, ich glaube, 2 Tage später, gab es einen Befehl der Reichswehr aus Berlin, wir marschieren ein, auf Befehl von Ebert, von dem Reichspräsidenten, ne? Und wir entwaffnen die Landespolizei, wir nehmen denen die Waffen ab und wir entwaffnen die Arbeiterwehren. Und darauf ist erstmal unmittelbar nicht reagiert worden. Also die Reichswehr ist eingerückt, die hat Polizeieinheiten schon entwaffnet und auch Arbeiterwehren. Und es ist erstmal 10 Tage nichts passiert. Also zu glauben, dass man 10 Tage lang die Reichswehr rumsitzen lässt in den Städten und dann plötzlich auf den Fingerschnipsen Generalstreik starten kann, halte ich für ziemlich unrealistisch. Also ich glaube tatsächlich, dass zu dem Zeitpunkt das schon ziemlich, ziemlich spät war. Ich hatte es ja auch schon gesagt, die im Herbst 1923 hat wegen der wirtschaftlichen Zerrüttung, glaube ich, tatsächlich auch die Zeit ein bisschen gegen die KPD gespielt. Also ich denke darüber nach, das ging ungefähr im Sommer los, dass dann die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg etc. Also die Frage ist für mich eher, was hätte eigentlich davor für andere Weichen gestellt werden können. Ne? Ich denke, ich habe keine definitiven Antworten drauf, aber ich denke, dass man wahrscheinlich im Sommer 23 schon früher hätte zuspitzen können den antifaschistischen Kampf. Da gab es im Juli 23 eine Gelegenheit, eine geplante Massendemonstration reichsweit, die die KPD auch schon abgesagt hat. Weil ich glaube, dass diese Frage Antifaschismus, also an dem Punkt die Taktik von Heinrich Brandler schon vernünftig war. Also zu sagen, nach dem Kampf gegen den Faschismus stellt man ins Zentrum der Vorbereitung der Endauseinandersetzung. Das finde ich insofern vernünftig, als dass das ein Punkt war, und das ist mir sehr deutlich geworden, als ich Bayern angeschaut habe, dass das ein Punkt war, wo es tatsächlich ein gemeinsames Interesse gab zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitern, nämlich den faschistischen Terror etwas entgegenzusetzen. Das war ja auch der Grund, weswegen man sich dann so auf Mitteldeutschland konzentriert hat. Weil in der politischen Geografie dieses Jahres die Polarisierung im Wesentlichen stattgefunden hat zwischen den Landesregierungen in Sachsen und Thüringen. Das war der äußerste linke Pol in Deutschland, sage ich mal, kommunistisch-sozialdemokratische Regierungen. Und der Ordnungszelle Bayern, also eine halb faschistisch, halb konservative Regierung. So.
Und das auf den Zusammenprall dieser beiden Pole war der Aufstandsplan gemünzt. Und ich fand das im Prinzip angesichts, also nicht blöd gedacht, mach's mal so rum, ne? Was die kommunistische Parteiführung überhaupt nicht bedacht hatte, ist, wie abgezockt, sage ich mal, die Reichsregierung agiert hat und die Reichswehrführung vor allem. Was in den ganzen, ich habe mir das genau angeschaut, in den ganzen Aufstandsvorbereitungsplänen überhaupt nicht bedacht wurde, ist, dass es sein könnte, dass die Reichsregierungen, die Landesregierungen in Sachsen und Thüringen absetzt. Die haben das einfach nicht vorhergesehen. Die haben gesagt, okay, wenn diese Regierungen kommen, dann werden die Faschisten aus Bayern angreifen in Mitteldeutschland und dann werden wir in ganz Deutschland die Arbeiter zur Verteidigung der Arbeiterregierung aufrufen. Wenn das so gekommen wäre, glaube ich, hätte das auch eine interessante Dynamik gegeben, ne? Tatsache ist aber, bevor das passiert ist, ist die Reichswehr schon aus Berlin in Mitteldeutschland einmarschiert und dadurch ist der ganze Plan in sich zusammengefallen. Und dadurch war eigentlich auch mit den ursprünglichen Parolen, nämlich Verteidigung der Arbeiterregierungen, gar nicht mehr ein Generalstreik zu starten, weil die Sozialdemokratie selbst gespalten war. Weil sie in Berlin in der Reichsregierung war, die den Einsatz der Reichswehr befohlen hat und gleichzeitig in Sachsen und Thüringen in der Landesregierung. Und das hat zu einer völligen Paralyse der SPD geführt. So. Was ich glaube, im Falle eines Angriffs von rechts möglicherweise anders gewesen wäre. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ist was wäre wenn gewesen. Ja. Aber ich denke, das ist war nicht völlig, völlig abwegig, diese Überlegung. Genau. Achso, und vielleicht noch ein Satz zu Manuel. Also zur Frage, was war schwieriger 1923 als 1917? Also natürlich war einiges schwieriger. Ja. Und das die Frage der Bewaffneten macht mal eine komplizierte Frage in diesem Jahr. Aber ich glaube, man sollte auch nicht übersehen, was einfacher war in Deutschland. Also in Russland hat die Revolution 1917 stattgefunden in einem Land, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung Analphabeten waren. Also ich glaube, es waren an die 50-60% unter den Bauern, die nicht lesen konnten. Ne? In Deutschland eine wesentlich stärker organisierte Arbeiterbewegung mit einer, ich sag mal, kommunistischen Massenpartei, die in einer Art und Weise verankert war, die deutlich, ich sag mal, auf eine Art und Weise auch stärker war als das, was die Bolschewiki hatten. Ne? Also es war klar in Deutschland, dass so ein Umsturz nicht in der Form, also es viel mehr Vorbereitung erfordert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also zwischen 1918 und 1923 hat ein Lernprozess stattgefunden, sowohl im Bürgertum als auch in der Arbeiterbewegung. 1923 war das nicht mehr wie 1918 denkbar, dass irgendwie spontane Proteste irgendwie zum Sturz der Regierung führen werden. Das war also zumindest nicht im sozialistischen Sinn. Ne? Das war nicht mehr so denkbar. Aber es gab diese Massenpartei, die in der Lage war zu lernen aus den Erfahrungen. Also das möchte ich wirklich nochmal stark machen. Und das muss man sich diese Erfahrung anschauen. Ich glaube nicht daran, dass sich die Geschichte in genau derselben Form nochmal wiederholen wird. Ja? Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, sich diese verschiedenen Formen von Krisen in der Vergangenheit anzuschauen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was für eine Vielfalt an Herausforderungen uns bevorstehen könnte. Also das ist mein Einflugswinkel in dieses Jahr. Und in dem Sinn, ja, würde ich das anschauen. Stefan, und dann eine weitere Runde und dann nochmal Abschlussbeiträge von den Referenten. Stefan, du hast das Wort. Ja, ist super spannend, finde ich, super wichtige Fragen, die wir jetzt auch nur ein bisschen anreisen konnten. Aber also hatte Trotzki recht, war da alles, alle Zutaten waren da, nur nicht die revolutionäre Partei, die hätten halt durchziehen müssen im Oktober. Also ich würde dem Genossen Leo Trotzki da vorschlagen, ein bisschen mehr Bewegungsorientierung reinzubringen. Im Nachhinein, also die Vorschläge kamen halt aus Moskau und kann ich nachvollziehen, warum die dann sagen, hey, ihr müsst einen Aufstandsdatum setzen. Aber wir sind ja halt im August. Was ist denn vor dem August passiert? Also, und da finde ich, ich glaube, ich bin nicht weit weg von Sebastians Charakterisierung der KPD. Was ich, glaube ich, ein bisschen anders betonen würde, ist nicht, dass es so eine Top-Down-Partei schon war, da gab es lebendige Flügel, lebendige Diskussionen. Aber für mich erstaunlich ist, wie die KPD-Zentrale nicht führt. Also ein halbes Jahr und das ist ein bisschen Parallele dann zu der Internationale. Und was Genossen ausgeführt haben, wie die Angst vor einer Wiederholung von 21, die Angst, wir machen was falsch und die in Moskau, die wissen es ja doch besser und so weiter. Alles das kommt rein, aber also, ja, es geht los mit einem
mit einem KPD-Parteitag in Leipzig, ich glaube Ende Januar. Wenn man das liest, brillante Thesen über Einheitsfrontpolitik und das Beste, was ich je gelesen habe, über Arbeit der Regierung. Okay, klasse. Also auch als Einheitsfront. Aber was passiert auf dem Parteitag? Der ist nachdem, 2 Wochen oder so, nachdem die Ruhrbesatzung stattgefunden hat, und es ist keine Diskussion über die Ruhrbesatzung. Und dann ist die KPD-Führung, also Thalheimer, der Cheftheoretiker der Partei, schwadroniert darüber, dass ja nach innen hin wäre die deutsche Bourgeoisie reaktionär, aber nach außen quasi als neu koloniales Land Deutschland wäre die revolutionär oder so. Also völlig neben der Spur, könnte man vertiefen. Und Radek sagt dann, ah nee, aber wir müssen trotzdem hier in dem nationalistischen Taumel, wir müssen die Mittelschichten gewinnen. Ja, für was denn? Die KPD-Zentrale, als zentrale Führung. Und da würde ich schon sagen, also eine Lehre braucht eine Partei, also auch eine Lehre von 1918 bis davor, 22. Wenn die Arbeiter einzeln geschlagen werden, erst in Berlin und dann in Bayern und dann hier und dann da, du brauchst eine vereinheitlichende nationale Führung. Und dann hast du eine Bewegung, die geführt wird von kommunistischen Kadern, von unten, in Betrieben, Betriebsräte, die Kontrollausschüsse, proletarische Hundertschaften, in Einheitsfrontorganen, würde ich nochmal betonen. So. Und die KPD-Zentrale, der Brandleiter schreibt dann ja, nee, hey, es ist besser, wenn die Rechten erst losschlagen. Nee, ist jetzt keine im Artikel haben wir es genau geschrieben, weil er das im Mai sagt, das ist keine revolutionäre Situation, wir sind immer noch in den Verteidigungskämpfen. Im August sagt er, oh, nur nicht zu früh losschlagen. Und dann wird er gedrängt aus Moskau und sagt, hey, Aufstandsplan, dann sagt der Brandler, ja, lass uns den in 5 Monaten entwickeln. Mein Problem ist nicht Brandler. Da gab es Alternativen, gab es Debatten. Mein Problem ist, wie weit diese KPD-Zentrale weg ist von der realen Bewegung. Und da finde ich es, also so die russische Führung der Bolschewiki, die wird doch ständig korrigiert. Die geht ins Jahr 1917 mit der Konzeption von, ja, jetzt kommt die Diktatur der Arbeiter und Bauern und das ist die bürgerliche Revolution, das ist der Auftakt für die internationale sozialistische Revolution. Und am Ende des Jahres führen sie den ersten Arbeiterstaat. Die geht rein mit die Führung vor Ort, die unterstützt den Menschewiki. Da gibt es ständig gibt's Änderungen, radikale, die Führung lernt zu führen und manche Führer werden ausgetauscht, aber andere werden auch verändert. Lenin Anfang 1917 ist nicht so, und alles das finde ich, das passiert nicht. Das heißt nicht, dass die KPD tot war oder stalinisiert war von Anfang an. Bin ich nur so, also wenn man 2 Wochen nach der Ruhrbesatzung den Parteitag hatte, nicht darüber redet, merkwürdig. Wenn man dann eine Führung hat, die Thesen rausgibt, ihre eigenen Mitglieder stehen da Gewehr bei Fuß im wörtlichen Sinne. Egal, habe ich ausgeführt. Kurz weiter. Wie stark war die Arbeiterklasse in den Betrieben? Also kann ich nachvollziehen, was Genossen ausgeführt haben, auch wie weit da betriebliche Macht, Produktionsmacht der Arbeiterklasse unterhöhlt war. Aber mir scheint, dass diese Streikwellen immer wieder sehr erfolgreich waren. Also der drohende Generalstreik gegen die Kuhner-Regierung, bereits Generalstreik in Berlin, der stürzt die Kuhner-Regierung. Die Forderung ist Arbeiterregierung und Produktionskontrolle und so weiter. Davor kleinere Streiks, Mindestlöhne werden eingeführt. Also so, da scheint mir trotzdem in industriellen Zentren, trotz Millionen, am Anfang des Jahres kaum Arbeitslose, am Ende des Jahres glaube ich 6 Millionen Arbeitslose, da scheint mir trotzdem enorme Macht da zu sein, die auch sich verschiebt. Ich würde mal sagen, ich finde diese Betriebsrätebewegung eigentlich super interessant, weil der Gewerkschaftsapparat eigentlich rausgenommen wird. So, die Gewerkschaften, die Beiträge sind nichts mehr wert, die Gewerkschaftsfunktionäre hängen in der Luft, der SPD-Apparat hängt in der Luft, die Betriebsräte werden zum organisierenden Zentrum. Ja, das ist also auf der Grundlage der Niederlage von Februar 1920, wo dieses Betriebsrätegesetz durchgedrückt wird, Hunderttausende protestieren, was weiß ich, erster Sieg der Konterrevolution da, die Räte zurückzudrängen, aber dann. Die machen, was sie wollen, diese Betriebsräte. Die setzen Kontrollausschüsse ein, die treffen sich. Mir scheint es, speziell in Berlin, war das auch mit dem stehenden Reichsausschuss, der dann da Beschlüsse fällt, was die Forderungen sind und so weiter, zum Generalstreik aufruft im August. Das ist jetzt nicht super organisiert, dauerhaft, aber ad hoc, also finde ich, scheint mir von weiter Ferne vergleichbar zu Russland 1917. So, da finde ich schon, dass da organisierendes Zentrum da ist, eigentlich mehr zu machen. So. Alles das finde ich, du brauchst halt, also du brauchst so eine Führung in einer Partei, würde ich sagen, die aus solchen Kämpfen halt sich verändert, wo eine Reibung da ist in der Partei. Und diese Reibung,
Die fehlt mir. Und da würde ich sagen, okay, so ein trotzkistisches Verständnis, so, ja, die hätte mal hier durchziehen müssen, der Brandler hat es versaut, wenn da jemand anderes da gewesen wäre, wäre es gut gegangen. Also jetzt mal platt gesagt, das Rotzke jetzt schon ein bisschen klüger gesagt, als ich das jetzt hier holsteinartig rüberbringe, aber finde ich, das ignoriert, wie, also, dass halt auch keine Lenins vom Himmel fallen. Und das so, das war die Zeit, so Führer zu entwickeln und da finde ich, ist die KPD merkwürdig tot, mit so einem Verständnis so, also tot nicht im Sinn, also nochmal, sehr viele verschiedene Strömungen, brutale Kämpfe mit den Ultralinken und so weiter, Angst vor Wiederholung von Fehlern, aber so kein Mechanismus, die Führung in die Spur zu bringen. So, da vielleicht holt dann die Dialektik dann der Abhängigkeit der Massen doch die KPD ein und fehlt was, wo so eine lebendige Beziehung zwischen Avantgarde der Klasse und Partei ein anderes Verständnis erfordert. So, das würde ich betonen. Hätte dann in Chemnitz, hätten die durchziehen können. Ja, also auf der einen Seite kann man sagen, war spät, stimmt. Finde ich aber, also was Sebastian da sagt, kann sein, finde ich trotzdem, dass man die Entscheidung zu so einem Aufstandsplan dann davon abhängig macht, wie die, so eine einzelne Konferenz ist, finde ich sehr merkwürdig. Also ich habe jetzt keine Zeit auszuführen, aber ich kopiere euch nochmal in den Chat hier, was Pierre Franck darüber schreibt, also alles auf diese Chemnitzer Konferenz zu projizieren. Ich finde nur den anderen Punkt, den Sebastian gemacht hat, eigentlich zentral. Das Verständnis von Brandler und Thalheimer war, dass man so eine Arbeiterregierung einsetzt und die machen dann irgendwie, die sind dann da mal da, die machen Reformen. Trotzki kritisiert, dass sie nicht die Arbeiter bewaffnen. Auch das ist ein bisschen so eine Mentalität, wie wenn es jetzt so eine stabile Regierung wäre und dann zieht man mal später weiter. Und es war, glaube ich, für alle in Deutschland klar, dass diese Arbeiterregierung in Sachsen, speziell in Sachsen, weniger in Thüringen, aber speziell in Sachsen, dass das ist die Kampfansage. Remmele gibt Reden im Reichstag, das ist die Kampfansage. Wir wollen die Diktatur des Proletariats, sagt er. Die übernehmen die Macht in Sachsen, die haben da proletarische Hundertschaften, verteidigen die oder nicht. Nach 3 Tagen wird die Polizei dem Reich unterstellt und dann kommt die Reichswehr rein und nichts passiert. So, also es ist so ein Verständnis auch von Brandler und Thalhammer von Einheitsfront, Zusammenarbeit mit den linken Sozialdemokraten da, wo dann halt das nicht als Ausgangspunkt genommen wird. Und das finde ich, das steckt schon drin, da waren Möglichkeiten da, dass man dann nicht kampflos alles absagen muss, sondern dass man dann sagt, okay, wir rufen die deutsche Arbeiterklasse zur Verteidigung der SPD-KPD-Landesregierung auf. Wir rufen zum Generalstreik auf. Wir machen das nicht davon abhängig, ob am Anfang der Veranstaltung eisiges Schweigen herrscht, nachdem Graupe, der SPD-Minister, geredet hat und gesagt hat, dass er mit seinen 7 Leuten rausgehen würde. Das ist Thalheimers Darstellung. Ich war auch nicht da. Und die Genossen haben schon ausgeführt, wie schwierig das ist, da mehr Quellen zu finden, als das, was Thalheimer da schreibt. Aber selbst wenn das alles stimmt, was Thalheimer schreibt, so, da das, die Chance nicht zu sehen, sondern da dann auch wieder so, okay, und dann machen wir unseren Plan hier, wir haben es ausgearbeitet, dann 2 Wochen später ist die Konferenz und dann 2 Wochen später, am 9. November, geschickt am Jahrestag, haben wir dann den reichsweiten Betriebsrätekonferenz. Da fehlt eine Lebendigkeit zwischen Klasse, Avantgarde der Klasse, Partei und Führung. Das ist, wo ich finde auch, dass trotzdem viel kluge Dinge gesagt hat, aber das fehlt mir bei so einer trotzkistischen Betrachtung, auch bei Proe ein bisschen. So, und natürlich ist es ein klasse Buch und weiß es nicht. Ich mache mal halt hier, sorry. Ja, wir haben in der Tat nicht mehr viel Zeit, etwas weniger als 20 Minuten. Manuel noch mehrmal und vielleicht ich danach. Und dann müssen wir schon so letzte Gelegenheit, sich zu Wort zu melden. Und dann gibt es schon die Schlussbemerkungen. Ja, Mino, alles klar? Schön. Manuel, du bist dran. Manu, du musst dich entstummen. Kriegst du das hin? 3 Punkte zum Abschluss auch nochmal an die Referenten. Einmal Iran, zweitens Einheitsfront und drittens Arbeiterregierung. Zum Iran wollte ich sagen, in Antwort an den Genossen Wolfgang, der im Chat geschrieben hat, dass es doch eigentlich andersrum war. Also die Massen haben in einer bewunderungswürdigen Massenbewegung
eine der damals modernsten und stärksten Aufstandsbekämpfungsarmeen zerschlagen, handlungsunfähig gemacht und den Schah verjagt. Und die Mullahs, haben es geschafft, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, sie zu kapern und ihren eigenen Zwecken dienstbar zu machen. So rum ist es doch richtig. Und so banal es auch klingt, in der iranischen Revolution 1979, was fehlt, ist eine entsprechend verankerte, glaubwürdige revolutionäre Führung in einer zugespitzten Zeit, wo der Repressionsapparat des Staates nicht handlungsfähig ist, kommt es auf die politischen Kräfteverhältnisse an. Und da gab es eben keine linken Kräfte, die in der Lage gewesen wären, den Mullahs diese Führungsrolle streitig zu machen. Und das ist die Tragik der iranischen Revolution. Zweitens die Einheitsfront. Angenommen, was hier gesagt worden ist, ist im Großen und Ganzen richtig. Wenn ich es jetzt projiziere auf die Politik der Einheitsfront, da sehe ich natürlich schon einen Fehler. Also Laboratorium war für uns ja immer dann die Russische Revolution 1917, und die Bolschewistische Partei hatte in bewunderungswürdiger Weise, ne, die Einheitsfrontpolitik durchgeführt. Sogar in einer Zeit, wenn ihr euch erinnert, gegen den Kornilow-Putsch, als sie selber Gefangene waren und halb illegalisiert worden sind von der rechten Sozialdemokratie oder mithilfe der rechten Sozialdemokratie auf diesen gemeinsamen Kampf gedrungen. Aber sie wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn sie im Oktober 1917 oder November war es ja eigentlich, den Aufstand, die Entscheidung für den Aufstand abhängig gemacht hätten von der Zustimmung der Menschewiki. Das heißt, die Einheitsfrontpolitik stößt dann auf Grenzen. Ne? Und das mag sein, dass das ein Fehler dieser KPD-Führung damals war, diese Logik der Einheitsfront weiterzuführen in einer Frage, wo sie gar nicht operativ anwendbar ist. Auf jeden Fall nicht auf die SPD in ihrer Gesamtheit. Drittens zur Frage der Arbeiterregierung. Es gibt, glaube ich, keinen Punkt, der komplizierter ist in den Diskussionen des 4. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale 1922 als die Frage der Arbeiterregierung. Ja, es gab propagandistische Interpretationen des Begriffs, wenn ihr euch erinnert, die mehr oder weniger gesagt haben, Arbeiterregierung ist synonym mit Diktatur des Proletariats, bloß populärer ausgedrückt. Das war ein Extrem. So. Aber die andere Position war, dass es ein möglicher Durchgangspunkt sein kann zur sozialistischen Revolution, dass solche Regierungen eingerichtet werden. Und wenn ich mich recht entsinne, die Brandler nahestehenden Kräfte auf diesem Weltkongress sind so weit gegangen zu sagen, dass die Regierungen in Sachsen-Thüringen nicht einfach politische Voraussetzungen oder Stützpunkte für die Entwicklung zur sozialistischen Revolution wären, sondern sogar technische. Ne? Es gab ja Übereinkünfte über die Bewaffnung der Arbeiterklasse in dieser Regierung. Und es kann sein, dass dieses Potenzial überschätzt worden ist oder, wie, glaube ich, einer der Referenten gesagt hat, zu wenig reflektiert hat, was das im Verhältnis zur Reichsregierung und zur Reichswehr bedeutet. Okay, danke. So, jetzt noch mal der Appell. Ihr müsst euch jetzt bitte wirklich kurz fassen in Anbetracht der Zeit. Weitere Wortmeldungen bitte jetzt nicht mehr. Sonst überziehen wir die Zeit ja, die geplant war und ist ganz massiv. Richard? Ja, ich mache jetzt ein großes Fass auf. Ich sehe so ein bisschen auch eine Problematik in der Revolutionskonzeption von damals. Also da wurde gesagt, also ich habe mir im Vorfeld auch mal den Quellenband von Beierlein zum Deutschen Oktober durchgelesen. Da wird viel drüber gesprochen, dass diese Arbeiterregierung, dass die nur ein Manöver darstellt, um die Arbeiter zu bewaffnen und dann am Tag X loszuschlagen. Es geht darum, die SPD zu entlarven in der Regierungsverantwortung und die Vorbereitung dieses Oktobers, die waren vor allen Dingen militärisch-technischer Natur, wenn ich mir so die Quellen durchlese. Und da frage ich mich,
Der Sebastian hat es ja schon angedeutet, dass ja eigentlich doch wesentlich mehr Potenzial in so einer Arbeiterregierung gesteckt hätte, eine gewisse Dynamik, die Situation zuspitzen. Dafür hätte es, denke ich, in der KPD aber, glaube ich, mehr Ernsthaftigkeit gebraucht, diese Arbeiterregierung zu stützen. Und deswegen war, denke ich, auch diese Verteidigung dieser Regierung nie eine Option gewesen, sondern tatsächlich diese Kopie, schlechte Kopie der russischen Revolution, wo man denkt, ja, mit Gewehren letzten Endes das entscheiden zu können. Ja, soweit erstmal. Günther? Ja, ich will an die Bemerkung von der Freundin von Manuel anknüpfen. Also ich denke, die ganze Diskussion oder viel der Diskussionen, die wir jetzt führen, das, was Stefan erzählt hat, was die Grundlage war, dass man überhaupt die Frage vor der Frage stand, Aufstand oder nicht, Revolution oder nicht, war ja, dass es eben einmal eine Bewegung in den Massen gab, aber dass es eben da politisch bewusste Kader gab. Und die Situation, vor der wir stehen, ist ja wirklich so, dass diese Grundlage ganz weit weg ist, weil man die meisten politischen Kräfte sich überhaupt nicht mehr zum Ziel setzen, in der Arbeiterklasse diese Verankerung zu erreichen. Und ich denke, dass das eine der Punkte ist, die wir für heute daraus lernen müssen, dass das die Grundlage ist, um überhaupt sich bewusst die Frage zu stellen, sind wir in einer Situation, da bewusst dann eine Revolution zu machen. Also ich denke, wir haben eine Aufgabe, die ganz grundlegend ist und die weit von der Situation ist, die damals die KPD hatte. Danke, Günther. Daniel, musste ich am Stummen und sichtbar werden? Wunderbar, du bist dran. Ja, erstmal vielen Dank an die Referenten. Ich habe wirklich super viel gelernt und auch an die ganze Diskussion. Super viel gelernt heute, super spannend. Ich wollte zwei Sätze sagen, so Iran 79, also da, das würde ich ja sagen, war eigentlich klassische Arbeiterrevolution und nicht, dass es keine linke Kräfte gab, sondern dass es gab ja starke linke Kräfte, ne? Also Tudeh-Partei und so weiter, die dann aber sich sozusagen in der stalinischen Volksfrontpolitik an die Mullahs drangehängt hat und gesagt, das ist der progressive Teil der Bürgerlichen, ja, die antiimperialistische Bourgeoisie sozusagen und damit das ja quasi den Mullahs an die Macht geholfen hat. Also das nur nochmal. Ich finde eigentlich diese Frage der Einheitsfront, das wäre wirklich was wir, also bei allem, was jetzt Günther gerade gesagt hat, wir sind in einer ganz anderen Situation heute, ja, aber ich finde, dass es so trotzdem Lehren gibt, auch für heute. Und dass gerade die Frage der Einheitsfront, finde ich, das was wert wäre, da weiter zu diskutieren. Also ich finde ja, dass sozusagen, was, also wenn der Manuel sagt, was die Logik der Einheitsfront, ne? Was ist denn die Logik der Einheitsfront? Ja, also das eine ist ja die Abwehr der Reaktion, ne? Die Abwehr des Faschismus, die Arbeiterbewegung steht zusammen, um den Faschismus die Reaktion abzuwehren. Aber das andere ist ja auch, dass die Einheitsfront als Mittel für die revolutionären Teile der Arbeiterbewegung Mehrheiten zu erlangen. Also das ist ja der Prozess, der in den russischen Räten stattgefunden hat. Das war ja auch nicht in russischen Räten als Einheitsfrontorganisation, war ja nicht, dass die Bolschewiki da am Anfang vielleicht das Sagen hatten, sondern die waren ja menschewistisch und sozialrevolutionär dominiert. Und erst in diesem Prozess der auch der Verteidigung gegen die Reaktion und so weiter ist das ja sozusagen, haben dann die Mehrheiten in den aktiven Teilen der Arbeiterklasse erreicht. Also da würde ich dann sagen, Einheitsfront ist auch ein Mittel, um sozusagen die sozialdemokratischen Arbeiter oder die Arbeiter, die noch nicht die Schlussfolgerungen gezogen haben, revolutionäre Schlussfolgerungen gezogen haben, quasi für die revolutionäre Seite zu gewinnen. Das, finde ich, muss man immer drin haben. Was ist die Logik eigentlich der Einheitsfront, kann ich jetzt nicht ausführen, aber genau, als Stichwort, sagen wir mal.
Danke, ich selber. Ich mache zuerst einen Hinweis. Wer in Hamburg ist und mehr wissen will, der kann morgen Abend auf eine Veranstaltung gehen im Museum für Hamburgische Geschichte, das Krisenjahr 1923 in Deutschland, zwischen Faschismus und Arbeiterrevolution. Ab 19 Uhr spricht der hier anwesende Sebastian da zu diesem Thema im Rahmen der ausgesprochen sehenswerten Ausstellung. Das ist die Ausstellung, wo Rainer vorhin einen Zeitungsausschnitt aus der Beilage zu Naturwissenschaft und anderen Wissenschaften in der FAZ von heute zur Verfügung gestellt hat. Der Michael hat das eben in den Chat gestellt. Diese Ausstellung kann man noch bis zum 7. Januar sehen. Also ich glaube, ein paar könnten auch nach Hamburg fahren und sich diese Ausstellung angucken. Ein bisschen Gelegenheit gibt es noch und sicher das auch mit anderen Sachen verbinden. Ich wollte noch eine Frage loswerden. Es wird jetzt kaum noch möglich sein, in Anbetracht der Zeit, das vertieft zu diskutieren. Ich wollte auf einen Aspekt hinweisen, so Folgen jetzt nicht innerhalb der kommunistischen Internationale und Sowjetrussland, sondern Folgen der ausgebliebenen deutschen Oktoberrevolution für die kommunistische Bewegung in Deutschland. Das ist nur so ganz, ganz, ganz kurz mal angerissen worden, als die Mittelgruppe erwähnt worden ist und die Stalinisierung der KPD. Es ist ja erstaunlich, dass diese Ereignisse des Jahres 1923 dann zu einem ungeheuren Linksruck in der Mitgliedschaft und im Umfeld der KPD geführt haben. Das war ja die Basis dafür, dass erst dieses Bündnis von Mittelgruppe und den radikalen Linken, Maslow, Ruth Fischer, Werner Scholem, da an die Macht gekommen ist, innerhalb der Partei. 2 Jahre später war das alles wieder vorbei, waren dieselben Führungsleute in der Opposition, in einer sinowjewistischen Opposition, wie das gelegentlich taxiert wird. Aus der ist dann im Spaltungsprozess 1929 so der kleine Kern einer trotzkistischen Opposition hervorgegangen, sozusagen die Urahnen unserer Bewegung, wo ein ganz paar von uns ja auch in einen, der am Hamburger Aufstand 1923 noch teilgenommen hat, nämlich den Georg Junglas, haben kennenlernen können, der ab 1929 dann in dieser Bewegung dabei ist. Natürlich nicht mehr unter uns jetzt ist, das wollte ich mal kurz anklingen lassen und ich weiß nicht, ob darauf noch reagiert werden kann. Wenn wir das einhalten, dann sollten die drei Referenten jetzt jeweils 2 Minuten sprechen, wenn ihr das schafft. Vielleicht sind 3 auch möglich, dann überziehen wir ein ganz klein bisschen, aber mehr ist dann, glaube ich, nicht mehr drin. So, wer fängt an? Vielleicht einfach in derselben Reihenfolge wie eben. Erst Rainer, dann Sebastian und dann Stefan. Rainer, du hast das Wort. Gut, viele dieser Punkte, die jetzt nochmal aufgetaucht sind, müsste man ausführlicher ansprechen, was ich natürlich nicht kann. Aber ich will da deswegen nur folgende Sachen noch bemerken. Also erstmal, wichtiger Unterschied zwischen 1723. Die Bolschewiki haben den Aufstand ja nicht, also es gab da zwar Diskussionen drum und war, möglicherweise waren da auch potenzielle Meinungsverschiedenheiten drin, aber dass der Oktoberumsturz, wie er damals ja auch erstmal nur genannt wurde, als Revolution, weil der gesamte Prozess, der Oktoberumsturz so stattfand, wie er stattfand, hatte damit zu tun, dass die Bolschewiki die Mehrheit auf dem anstehenden Rätekongress hatten. Und dieser Rätekongress aber auch die breiten Massen in den Industriegebieten und dazu Bauern und so weiter repräsentierte. Und das war eben was ganz anderes als in Deutschland. Wenn dann die Sozialdemokraten rauszogen, dann konnte die KPD nicht parteilose oder sozialdemokratische Arbeitermassen dann mitreißen, also nach Chemnitz. Das war längst nicht so weit vorwärts gegangen. Und wie gesagt, es war halt auch nur Sachsen. Und in Berlin, was war in Berlin? Die Hochburg der KPD-Opposition, der Linken, Partei Linken. Und letzt noch mal jetzt ab
ich habe den Artikel bisher nur überflogen und ich weiß auch nicht, ob die den so wirklich, also ob das wirklich mit viel Sachverstand auch geschrieben wurde. Wahrscheinlich ist der Artikel in dem Buch zu der Ausstellung von Marcel Bois wesentlich besser, der ja auf die KPD eingeht. Aber was sich eben gezeigt hat, die KPD rannte da zwar entsprechend den Plänen los und kämpfte und es gab dazu auch, da haben wir natürlich auch viele Tote und so weiter, aber sonst außerhalb des unmittelbaren KPD-Einflusses tat sich da nicht viel. Das heißt, sie war nicht in der Lage, das als sozusagen ja als Auftakt oder als Signal oder so zu bringen, weil ja, es ließ sich offensichtlich dann eindämmen. Gut, und das ist eben das Problem, dass dann die Bewegung ganz toll schnell absackt. Im Oktober, November die Stabilisierung, nur noch Defensivaktion, also Frage des 8-Stunden-Tages und so weiter, wären möglich gewesen. Und in der KPD dann auch die Säuberung der Partei, die Umstellung des Parteiapparats, die Zerschlagung beginnt. Und nicht nur in der KPD, sondern in der Folge dann auch in einigen anderen Parteien, speziell in Polen und in Frankreich, dann auch dann die Führung ausgetauscht werden. Alles als, wenn auch indirekte Konsequenz dieser Situation in Deutschland. Gut, aber damit lasse ich es jetzt erstmal. Danke, Rainer. Sebastian? Okay, ich würde mich jetzt angesichts der Zeit nur kurz darauf konzentrieren, nochmal zur Einheitsfront was zu sagen. Ich kann leider nicht alles beantworten. Also erstmal möchte ich sagen, also Einheitsfront-Taktik, ich verstehe das so, dass die Einheitsfront-Taktik in ihrer klassischen Form erstmal eine Taktik ist für eine nicht-revolutionäre Zeit. Das ist eine Taktik für eine Zeit, wo es nur begrenzte Kämpfe gibt, wo es darum geht, dass revolutionäre Organisationen sich in den begrenzten Kämpfen an Einfluss gewinnen durch ihre Taktik. Und ich verstehe das so, dass es für den Punkt, wo wirklich die Herrschaft direkt angegriffen werden soll, für den Moment des Aufstandes, wenn man das für notwendig nimmt, eine andere Taktik notwendig ist. Und das ohne Zweifel, ohne dass ich jetzt sagen kann, wie man konkret, wie man es hätte mit Sicherheit besser machen können. Ja. Also kann man, glaube ich, schon festhalten, dass es ein Fehler der KPD war, sich an einem entscheidenden Punkt von der SPD abhängig zu machen, von SPD-Funktionären so. Ne? Das würde ich in meiner allgemeinen Form sagen. Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, wo man wie in die Initiative hätte kommen können. Und das ist, wie gesagt, eine komplizierte Frage, aber so als Grundvoraussetzung würde ich das erstmal so rangehen. Gleichwohl war es im Jahr 1923 durchaus auch realistisch zu sagen, dass eine direkte Konfrontation mit dem Staat nicht erfolgreich sein kann und mit den faschistischen Gruppen, wenn nicht substanzielle Teile der SPD in den Kampf mit reingezogen werden. Also das halte ich schon auch für eine realistische Geschichte, allein schon von den Kräfteverhältnissen. Also ich habe das mal durchgerechnet für Bayern. Ja, die Einwohnerwehr hatte auf ihrem Höhepunkt, das war allerdings schon 2 Jahre zuvor, 300.000 Mitglieder bewaffnet. 300.000 bewaffnete Mitglieder. Die haben danach einiges verloren in den Jahren danach, aber es handelt sich also nicht nur um eine Reichswehr, eine Berufsarmee, die politisch ziemlich gesiebt war, sondern eben auch um Zehntausende von Menschen, organisierten Faschisten oder zumindest überzeugten Gegenrevolutionären, ja, die bewaffnet sind. Das ist nicht ohne und da sollten wir auch nicht leichtfertig drüber reden, was das bedeutet, in so eine Konfrontation reinzugehen. So. Jetzt zur Frage Arbeiterregierung. Das ist, ich würde das wahnsinnig gerne nochmal weiter diskutieren. Ich würde vielleicht auch mal einigen Leuten, die das hier organisiert haben, nochmal meine Gedanken dazu schicken. Im Rahmen meiner Dissertation gibt es ein Kapitel dazu, wo ich nochmal die grundsätzliche Debatte versucht habe nachzuvollziehen. Ich sage es vorweg, ich bin selber noch nicht ganz fertig mit dem Nachdenken darüber. Also erstmal vielleicht, wie wird das heute diskutiert? Ja? Ich fürchte, dass die Formel der Arbeiterregierung heute in linken Kreisen gerne dazu benutzt wird, um letzten Endes irgendeine Form des reformerischen Übergangsregierung in der Koalition mit der SPD zu legitimieren. Das heißt es im Jahr 1923, jedenfalls in der offiziellen Diskussion der KPD nicht. Wobei ich einschränken möchte, es mag schon sein, dass es den einen oder anderen kommunistischen Funktionär gab, der im Hinterkopf sowas hatte, aber es nicht offen ausgesprochen hat. Aber in der offiziellen Diskussion wird die Arbeiterregierung als etwas anderes dargestellt, nämlich im Wesentlichen als ein Mittel, um die Polarisierung zuzuspitzen. Ich möchte vielleicht mal kurz, wenn es gestattet ist, ich könnte es mal kurz vorlesen, wie das ein bayerischer Landtagsabgeordneter formuliert hat, der Josef Eisenberg, weil ich es ganz interessant finde, nochmal, was der Einflugswinkel hier war.
Ich hoffe, er verzeiht mir das auch angesichts der Uhrzeit, das nochmal kurz ein paar Sätze dazu vorzulesen. Also er schrieb 1923, Josef Eisenberger: Wir beschreiten diesen Boden der Arbeiterregierung weder in Besorgnis um den sozialdemokratischen Verrat noch im blinden Glauben an diese formale Demokratie. Wir bestreiten ihn lediglich, um der Bourgeoisie das Gesetz des Handelns aufzuzwingen. Wir lassen keine Zweifel darüber, dass die Arbeiterregierung noch nicht die wirkliche Ausübung der politischen Macht durch die Arbeiterschaft garantiert. Die Auseinandersetzung mit der Bourgeoisie jenseits der formalen Demokratie, sprich der Aufstand, ist unausbleiblich, weil die Bourgeoisie sich keine Mehrheitsentscheidung ohne Waffengang unterwerfen wird. Aber die Arbeiterregierung führt die größtmögliche Anzahl proletarischer Kämpfer an den Feind heran, und zwar unter Umständen, die diesen Massen wiederum die größtmögliche Deckung gewähren. Man merkt, es ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden, ganz viele militärische Metaphern drin. Es kommt für uns alle darauf an, begreifen zu lernen, dass die vollkommen veränderten Machtverhältnisse den Kommunisten allein keinen Frontalangriff erlauben. Gegen die Arbeiterschaft steht eine bis ins Kleinste organisierte, bewaffnete Macht. Ihr gegenüber gibt es nur noch eine Waffe, die Massenbewegung. Die Arbeiterbewegung, sagte, ist ein Mittel, die Massenbewegung in Fluss zu kriegen. Das ist ganz wichtig. Also die Arbeiterregierung wird diskutiert in der Situation, wo es ja diese Massenbewegungen schon gibt, wo es diese Betriebsrätebewegungen schon gibt, was Stefan alles beschrieben hat. Ja. Und die Arbeiterregierung ist ja kein Ersatz dafür, sondern es ist praktisch der Versuch, dass auch ein Stück weit einen institutionalen Rahmen für diese ganzen verschiedenen Aspekte der Einheitsfrontarbeit zu bieten. Und letzten Endes zielt sie darauf ab, einerseits den Bruch zwischen der SPD und den bürgerlichen Parteien zu provozieren. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also in dem Moment, wo die KPD in die Regierung eintritt, sind die Wände hochgegangen. Genau das wollten die Kommunisten damit. Ja. Und es hat zweitens, war es der Versuch, und das muss man tatsächlich nochmal genauer anschauen und diskutieren, glaube ich. Man müsste das auch tatsächlich anschauen, wie das regional aussah, weil ich vermute, dass es sehr unterschiedlich aussah regional. Der Versuch, also eine gemeinsame Verteidigungsparole zu bieten, die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitern erlaubt, zusammenzukommen. Die Arbeiterregierung sollte sich dabei stützen in ihrer Gesetzgebung auf Betriebsräte und Kontrollausschüsse. Sie sollte sich stützen auf proletarische Hundertschaften. Also es war ausdrücklich eine Regierung, die sich nicht stützen sollte auf die Bürokratie des bürgerlichen Staatsapparats, sondern wo im Prinzip aus den Organisationen der Arbeiterbewegung selbst Institutionen aufgebaut werden sollten, die öffentliche Ordnung regeln. Im Prinzip sowas wie ein proletarischer Staatsapparat im Nukleus, sagen wir mal so, ja, im Entstehen, so ein Keim, ein Embryo eines proletarischen Staatsapparates. Das war die Idee. Inwiefern das realistisch war, ehrlich gesagt, da brauchen wir noch Forschung. Weil wenn man sich Brohe mal genauer anschaut oder auch Chris Harman oder auch verschiedene andere trotzkistische Autoren, die nehmen im Wesentlichen die Behauptung, genau, Doppelherrschaft, schreibt Thies, genau, darum geht es, die Voraussetzung für eine Doppelherrschaft zu schaffen. Also wir können nicht einfach für bare Münze nehmen, was die kommunistische Presse behauptet über Betriebsrätekonferenzen. Das habe ich sehr deutlich in meiner Forschung gemerkt. Es gibt auch in der kommunistischen Bewegung Tendenzen, das schöner zu schreiben, das größer zu schreiben, als es war, etc. Das lohnt sich, das alles gegenzuprüfen mit anderen Quellen. Das ist aber nicht einfach. Ich habe jetzt im Fall Bayerns das Glück gehabt, dass es da eine sehr enge Polizeiüberwachung gibt. Das heißt, es gibt riesige Polizeiakten über Betriebsrätebewegungen. Da kann man das mal genauer anschauen. Aber das muss man tatsächlich mal, gegenprüfen. Also das ist, wenn man es wissenschaftlich angeht, notwendig, aber auch einigermaßen mühsam. Und ich war erstaunt, wie wenig dazu eigentlich bisher gemacht wurde. Also im Prinzip würde sich das schon lohnen. Das gilt übrigens auch für die proletarischen Hundertschaften. Ihre Größe, ihre Stärke, ihre Zusammensetzung, das musste man wirklich nochmal genauer ansehen. Ich kann es jetzt für Bayern in etwa sagen. Also in Bayern waren es auf dem Höhepunkt Anfang 1923 um die 10.000 Arbeiter, die organisiert waren in Arbeiterwehren, also in Hundertschaften oder Ähnlichem. Im Falle Bayerns ist es außer Zweifel, dass die große Mehrheit davon Sozialdemokraten waren. Also die Kommunisten waren eine Minderheit darin. Das heißt, es gab eine diese proletarische Selbstschutzbewegung wirklich auf einer breiteren Basis. Also das hat mich selber auch überrascht, wie groß und wie stark das war. Das kann man einigermaßen gesichert sagen. Aber das würde fehlen, das wirklich nochmal genauer anzuschauen. Zum Beispiel auch für Berlin die Frage, was Rainer aufgeworfen hat. Was war eigentlich in Berlin? Man müsste sich das mal an der Basis anschauen. Das ist leider quellenmäßig nicht so einfach zu fassen, weil das alles so Ad-hoc-Organisationen und Institutionen waren, die in einer bestimmten historischen Situation entstehen und quer zu den tradierten Organisationen der Arbeiterbewegung stehen. Deswegen findet man es nicht irgendwie im Aktenbestand X des ADGB oder der Partei Y, sondern da muss man wirklich manchmal kreuz und quer schauen. Gut, das nur ganz kurz als Teaser noch. Also für mich
Ja, ich sage mal so, eine Arbeiterregierung jetzt taktisches Ziel der Linken heute zu proklamieren, ohne diese Voraussetzung dieser eigenständigen militanten Betriebsrätebewegung, der Kontrollausschüsse der proletarischen Hundertschaften, würde ich für ziemlichen Unsinn halten. Eine andere Frage ist, was wäre in einer vorrevolutionären Situation, ob es dann Sinn machen wird? Und darauf kann ich jetzt keine eindeutige Antwort geben. Das müsste man nochmal tiefer diskutieren. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut heute Abend. So, jetzt Stefan, möglichst ein bisschen kürzer und dann kommen wir mit einer ungefähr Viertelstunde Verspätung dann zum Schluss. Ja, vielen Dank allen, die hier da waren, teilgenommen haben. Weil, finde ich, es war jetzt eine klasse Diskussion und jetzt am Ende der Diskussion wissen wir, was wir alles noch viel tiefer gehen, diskutieren müssten. Und das ist ja eigentlich spannend. Und ich finde auch, das ist ein Merkmal dieser Revolution von 1923, so wie das verschüttet ist, wie viel da eigentlich verloren ist und wie Sebastian es gerade gesagt hat, was man eigentlich alles noch wissen müsste. Und wir sind jetzt 100 Jahre danach, so finde ich eigentlich, ja. Macht es aus und ist ein Beitrag, den man da leisten kann und kann auch mehr Lernen rausziehen können. Das war ein bisschen so die Frage, du müsstest gar nicht auf die Stimme stellen. War ein bisschen die Frage, so, ja, war Russland nicht viel leichter als Deutschland nicht viel leichter? Aber wie war das denn, war es in Russland leichter, die Macht zu ergreifen als in Deutschland? War die Frage, welche Auswirkungen hatte denn die Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Zerrüttung auf die Produktionsmacht der Beschäftigten? So, also ich würde da einfach betonen, so klar hat das Auswirkungen von Schwächung von Produktionsmacht, aber wenn man sich die Streikbewegungen anguckt, wie erfolgreich die waren, wie dann auch ein Generalstreik in Berlin, der um sich greift mit 3 Millionen im August die Regierung stürzt, das zeigt, welche Macht die organisierte Arbeiterbewegung in den Betrieben mit improvisiert, aber schon irgendwie organisierten Strukturen von Betriebsräten und Betriebsratskonferenzen haben, so dass da zentral ganz schön viel Macht da war. Und da finde ich, ist die Hauptwirkung, wäre meine These da, von dieser wirtschaftlichen Zerrüttung, so wie da eigentlich die Hegemonie des deutschen Kapitals pulverisiert wird. Also so, ich glaube, dass da was dran ist, was Gramsci ausführt zwischen der Stärke der Hegemonie der Bourgeoisie in westlichen Ländern im Vergleich zu Russland und so weiter. Naja, also 1923 mit einer absoluten Spaltung Bourgeoisie zwischen Stinnes, der die Faschisten unterstützt, und anderen, die dann nochmal die große Koalition dranbringen nach dem Sturz der Kuno-Regierung. Sebastian hat angefangen auch mit Spaltungen in der Reichswehr, die Mittelschichten und so weiter. Also so eine hegemoniale Macht, die Fakt des Existierenden so völlig zerrüttet und alles in Aufruhr. So, das finde ich, ist die Hauptentwicklung da mit einer Arbeiterklasse, die gelernt hat aus dann zwischen 1918 und 1923. Und was ich schon sagen würde, kommunistischen Arbeitern, die diese Massenbewegungen führen. Und das ist was, wo ich auch finde, dass eine Verschiebung von Einheitsfront schon stattgefunden hat bis zum August hin. So, also Einheitsfront als Taktik, um so, dass die Kommunisten Kämpfe führen, auch mit Sozialdemokraten zusammen, um so eine Mehrheit der Klasse zu erreichen oder so weiter. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass in den Betriebsräten, in den Hundertschaften, in den Kontrollausschüssen, in Hungerrevolten und so weiter, faktisch Kommunistinnen und Kommunisten die Bewegung geführt haben. So, also wo dann auch, und kann man jetzt sagen, okay, gab keine Räte, aber das war aus meiner Sicht auch die Funktion von Räten. Also erst Einheitsfrontorgane, wo auch die diskutiert wurde und Menschewiki eine Mehrheit hatten und so weiter. Aber die sind ja dann nachher, als die Bolschewiki eine Mehrheit hatten, nicht einfach verschwunden, sondern sind zu Organen geworden, die Klasse zu führen. So. Und das hat sich eigentlich angeboten in Deutschland in verschiedenen Bereichen der Bewegung, so, wo de facto Einheitsfrontorgane da waren, die Kommunistinnen geführt haben. Und was macht die Parteiführung da? Das finde ich so der Bruch dabei, so das Spannende, wo natürlich trotzdem dann viel Mutmaßungen drüber ist, was wäre, wenn und so weiter. Aber ich finde so, also so ein Funktionieren zwischen dem, was eine kommunistische Organe der Arbeiterklasse macht und was dann in der Partei sich abspielt, welche Debatten da schon, da würde ich einen Knackpunkt sehen. Für heute so, also wir leben ja auch in der Zeit von vielen verschiedenen Marxismen. Paul LeBlanc führt das, finde ich, sehr gut aus, so.
und dann noch so einführt, so revolutionäre Marxismus, dann noch abgesondert. Also wenn man mal die bolschewistische Partei als pluralistische Partei fasst und nicht pluralistisch im Sinn von die Linke mit Reformisten und alles Mögliche, sondern als verschiedene revolutionäre Marxismen, verschiedene Ideen, die Ultralinken, der rechte Flügel, Zentrum, ringen miteinander. Finde schon, dass es auch da heute darum geht, wo man weit weg sind, dass es überhaupt so eine fortgeschrittene Schicht der Arbeiterklasse gibt. Wenn man eine Idee haben wollen würde, aus meiner Sicht sowas wieder zu entwickeln, dann würde das Hand in Hand gehen, dass man so eine fortgeschrittene Schicht der Arbeiterklasse entwickelt, gleich in Debatte unter Marxistinnen und Marxisten mit Respekt für unterschiedliche Ausführungen und der Wichtigkeit. Jeder hat ein volles Recht, darauf zu pochen. Es spielt eine Rolle, was Marxistinnen dann da und welche Vorschläge und so weiter, aber im Korrektiv von einer lebendigen, eingebettet in einer lebendigen Massenbewegung, wäre so mein Bild, was ich da rausziehe, was da dann auch schon vor der Stalinisierung der KPD leider nicht geklappt hat. Also, wo dann auch so ein, also, wir können uns jetzt da, glaube ich, formal würden wir alle sagen, ja, aus unseren Kleinstgruppen, wo wir uns jetzt organisieren als Marxistinnen, es gibt keinen linearen Aufbau zu einer bolschewistischen Partei. Vielleicht müssen wir auch sagen, dass die bolschewistische Partei nicht so linear ist. Also, dass nicht nur der Weg dahin nicht linear ist, sondern auch das Ergebnis pluralistischer und lebendiger sein muss und mehr eingebettet in den realen Debatten der Klasse um die Ausrichtung davon. Und da dann so eigentlich eine Schlussfolgerung rauskommen könnte, wie das aussieht. Das finde ich so ein genereller Anschluss, was ich finde, wäre super lohnenswert, da weiter zu diskutieren. Und das hat dann, da finde ich dann das auch so Fragen von Arbeiterregierung, da wäre ich ein bisschen pragmatischer. Also ich finde das so, da dann unter solchen Bedingungen, wo dann so eine Massenpartei existiert, da ist dann auch die Idee, so ein Reformprojekt über eine Arbeiterregierung einzutreten, die finde ich utopisch, was aber noch keine Antwort gibt, so auf, ja, wo kann man denn mitregieren? Also ich finde nach wie vor, dass sowas wie Liverpool in den 80er Jahren ist ein Referenzpunkt, wäre ein Referenzpunkt für mich, für ein rebellisches Regieren, wenn man das so nennen will. So, das kann man machen, aber das hat, auch da ist das natürlich eine Provokation für die Herrschenden, nur eine ganz andere Art von Provokation, wie jetzt in Sachsen 1923 in der Landesregierung. Also da finde ich jetzt die Konzeption, dass man eine Regierung hat, die Reformen durchführt, aber auch Trotzkis Konzeption, dass es eine Regierung ist, die dann die Arbeiter bewaffnet, finde ich eigentlich ein bisschen irreal. Ja? Also das ist die Provokation und 3 Tage später, da hast du weder Reformen durchgeführt noch die Arbeiter bewaffnet. Da geht es um die Machtfrage dann. Und ist man darauf eingestellt, das wäre eine spannende Diskussion dann weiterzuführen, die ein bisschen entkoppelt ist von den unmittelbaren Schlussfolgerungen für heute. Aber wie wir da in der Diskussion bleiben, waren jetzt auch Leute von verschiedenen marxistischen Strömungen heute hier, wie wir da gemeinsam zusammenarbeiten heute in so einem Projekt, finde ich eigentlich, da kann man manche Dinge rausziehen, hoffentlich. Und einfach auch die Veranstaltung heute können wir mehr zusammenbringen, wo wir Debatten über Organisationsgrenzen hinweg haben, im Bewusstsein, dass wir diejenigen sein werden, die hier bei zukünftigen Regruppierungsprozessen immer wieder auch zusammenarbeiten werden müssen und wollen. Und was wir einander haben, wenn wir da miteinander diskutieren. Das finde ich eigentlich, ist mir wichtig und wäre, glaube ich, wichtig für uns alle. Wäre schön, wenn wir das weiterentwickeln könnten. Ja, danke für eure Schlussworte. Die marxistischen Kleingruppen sind ja erwähnt worden und wir kriegen da bestimmt noch mal was hin und werden überlegen, wie wir so manche Debatten, die jetzt hier nur ganz kurz angerissen werden konnten, fortsetzen. Wahrscheinlich gibt es eine Fortsetzung in der einen oder anderen Weise, sowohl mit Bezug auf heute. Was wir sicher nicht in der großen Runde hier machen werden, ist diese angerissenen Forschungspunkte. So, das ist ein bisschen andere Ebene. Ich denke, für heute machen wir jetzt Schluss. Es ist spät genug geworden. Schönen restlichen Abend. Und wie gesagt, ihr bekommt Informationen darüber, wie die Aufzeichnung angeguckt werden kann und wo. Tschüss zusammen.